Oh. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Warten wir kurz noch eine Sekunde hier. Dann geht's hier komplett los, Leute. Wo ist mein Handy? Hier ist mein Handy. Zack, Glocke funktioniert bitte. Auf YouTube. Auf YouTube. Ja, es hat geklappt. Was geht, Freunde? Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. 2 Minuten zu spät. Verzeihung, Verzeihung. Ich glaube sogar ein bisschen viel, viel später als erwartet den Stream gestartet. Ich wollte ja um 8.30 Uhr starten, Freunde. Um 8.30 Uhr wollte ich starten. Und jetzt haben wir wie spät? 10 Uhr fast. Sorry für die Verspätung. Da hat der S zu dem U nochmal ein bisschen mehr Schlaf gebraucht, ne? Deshalb bin ich ein bisschen später hier dran. Aber ist auch egal, Leute. Denn wir wollen gucken, ob wir auf die YouTuber-Insel wiederkommen. Versteht ihr das? Sasuke GHG, good morning. Sascha, good morning. Bonas, Stefan, David, Alihan, Eddie. Wen haben wir hier noch? Anis, Monkey, Amani, Sabika, Leonie, Leontin, Luna, Luca, Gian, Aiden, Monkey, Luki und alle anderen. Wie geht's euch, Chat? Alles gut bei euch? Habt ihr gut geschlafen? Freut ihr euch? Feiert ihr Ostern? Feiert ihr keinen Ostern? Ansonsten, ja, was machen wir gleich? Ein bisschen gucken, ob die YouTuber-Insel geht. Wenn es nicht geht, gucken wir mal, ob wir einfach ein bisschen... Ich denke mal, das wird ein relativ chilliger Stream, Leute. Wir werden viel quatschen. Wir werden einfach so ein paar Fragen beantworten. Ich werde ein paar Fragen beantworten. Genau, Leute, aktuell ist ja auch Ramadan. Und, habe ich auch gerade schon gelesen. Alles gut soweit. Wie geht's dir? Mir geht's ganz okay. Einigermaßen gut gepennt. War auch mal wichtig, Leute. Vor allem die letzten Tage echt durchgehustelt. So viele Videos, so viele Streams, also gefühlt... wegen der 1-Million-Sache habe ich ja auch wieder an dem Tag nochmal gestreamt gehabt und dann, also wirklich die letzten Tage bin ich ja nur am Stream gefühlt, gestern auch wieder so lange gestreamt gehabt, wegen dem Unheil. Und warum du Mitglied bist, Sparky, keine Ahnung, wahrscheinlich hat irgendwie gestern, nee, vorgestern war das, haben ja so viele Mitglieder rausgehauen und verschenkt, dadurch bist du wahrscheinlich Mitglied geworden. Deloa, dankeschön. Mir geht es gut, ich hoffe auch dir, danke, danke, Bro, frohe Ostern auch an euch. Geht ihr heute auf Eiersuche oder was? Ich mache eigentlich nichts, vielleicht Sport später nochmal, also eigentlich muss ich Sport machen. Ist wichtig, Leute, ich gehe Sport später machen. Was mache ich noch heute, sonst gar nichts, ne? Streams sind aber auch immer extrem cool, ja, das freut mich doch, dass dir die Streams gefallen. Kaufe nachher dein Buch, ehrlich, Emis, dankeschön, vielen, vielen Dank. Freut mich. Ey, Leute, mein Buch ist auch aktuell. Auf Amazon war es gestern auf Platz 36. Also im ganzen Ranking von allen Büchern, die es in Deutschland gibt auf Amazon, war das Buch auf Platz 36. Das ist schon geisteskrank. Das ist schon echt cool, Leute. Das ist schon krass. Ich bin gespannt, ob wir noch besser hochsteigen können. Das Ding ist, es hat schon einige Plätze auf Platz 1 belegt, ne? Zum Beispiel im Bereich Fantasy oder Kinderbücher, da ist es alles überall auf Platz 1. Aber im Gesamten, also wirklich alle Kategorien, die auch nichts mit dem Buch zu tun haben, ist das Buch gerade auf Platz 36 und das ist auch schon geil. Das freut mich. Deine Mutter hat Geburtstag? Oha, das ist doch cool. Hustensaftmacher, danke für 10 verschenkte Mitglieder. Vielen, vielen Dank. Ehrenhaft. Ehrenhaft hier an dieser Stelle. Dadurch sind wieder neue Mitglieder am Start, ne? Ich habe mir 10 Bücher gekauft. Was? Übertreib doch nicht, als ob du 10 Bücher gekauft hast. Dein Sommersong wäre sofort auf Platz 1. Welcher Sommersong? Wann habe ich denn einen Sommersong gemacht? Das, was ich in Minecraft gemacht habe, oder was? Eule hat Admin-Rechte. Lüge. Mit 14 habe ich das Buch bestellt. Ich brauche die Nostalgie. Gönn dir, Bro. Moin, Mr. Matthias Runkowski. Danke für die Doni, my friend. Was ist heute geplant? Ja, eigentlich Chili-Milli-Stream. Das wird heute ganz entspannt, denke ich mal. Wir werden relativ viel reden, relativ viele Fragen beantworten. Das wird wirklich so ein entspannter Stream. Also die, die sagen, ey, die wollen ein bisschen mit mir chillen, weil die vielleicht erst später Oster feiern oder allgemein erst später mit der Familie am Start sind. Also ich denke mal nicht, dass es jetzt großartig spannend wird, kann ich euch ehrlich sagen. Wir gucken, vielleicht kommen wir auf die YouTube-Insel, vielleicht nicht. Es gibt ja Theorien, um 11.11 Uhr sollen die Server online gehen, weil der Server gestern um 11.11 Uhr ausgegangen ist und vor 11 Tagen ein Video von Tobi abgeloadet worden ist. Also ganz krasse Theorien sind aktuell am Start und deshalb, wir schauen mal gleich und dann schauen wir auch nochmal um 11.11 Uhr. Und aber ob da jetzt was Großartiges passiert, werden wir ja sehen. Fernando, danke für die Mitgliedschaft.
Ich habe das Buch vor einer Woche bestellt, aber ist immer noch nicht da. Ey Leute, da könnt ihr sehen, es gibt wirklich so viele Bestellungen, oder es gab so viele Bestellungen, dass quasi vom Verlag aus nicht so viele Bücher rausgeschickt worden sind an Amazon. Also man hat nicht damit gerechnet, dass so viele Bücher gekauft werden. Und dadurch haben halt schon einige ihre Bücher bekommen, aber ganz viele halt noch nicht, weil die erstmal vom Verlag rübergeschickt werden müssen nach Amazon und von Amazon aus halt direkt dann zu euch. So zum Beispiel meine Mutter, ne? Das war mir halt wichtig, dass meine Mutter eigentlich einer der Ersten sein wird, die das Buch bekommen. Also meine Mutter und mein Bruder vor allem. Und die haben das Buch auch echt spät bekommen. Die haben das teilweise sogar später als ich bekommen, obwohl ich auf Malta gerade bin. Und ja, ich habe das sogar vor dem bekommen. Das fand ich halt so ein bisschen, schade Marmelade. So, da könnt ihr sehen, dass quasi sogar dadurch, dass alles jetzt so nach hinten verschoben wurde, deshalb dauert es ein bisschen, wisst ihr? Ärgerlich auf jeden Fall. Aber auf der einen Seite für mich ist das ein gutes Zeichen, dass das jetzt so lange dauert, weil ganz viele Bücher bestellt wurden. Und es halt, wie gesagt, dauert, dass alle ihre Bücher bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es für euch halt mega ärgerlich, dass es vor Ostern noch nicht geklappt hat. Obwohl halt mir wurde gesagt, vor Ostern werden richtig viele ihre Bücher bekommen. Ich denke mal, 70% werden auch ihre Bücher heute noch kriegen, die halt bestellt haben. Aber sonst, der Rest ist halt ein bisschen ärgerlich, safe. Aber da kann ich leider nichts machen, Leute. Es tut mir leid. Mein Buch sollte heute kommen. Ja, nice, war nix. Das freut mich doch. Wie kann man mit dem Buch auf die YouTuber-Insel kommen? Mixes, das kann ich dir auch erklären. Und zwar, ich habe natürlich mit den anderen YouTubern geredet und habe gesagt, ey Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun, weil ich will zwei Leuten, die quasi mich das supporten, das Buch zu holen, denen würde ich gerne eine Chance geben, mit mir ein Video aufzunehmen. So, und die müssen gar kein Mikrofon haben, die müssen gar kein YouTube machen. Es geht ja einfach nur darum, dass sie anwesend sind. So, ich meine, ey, ich denke mal, jeder hat schon irgendwie einen Minecraft-Account oder hat einen Minecraft-Charakter oder so. Und mit dem Charakter kommt er und dann kann ich ihm quasi die Welt zeigen und das wäre meine Videoaufnahme. Falls er keine Qualität, sag ich schon, falls er kein Mikrofon hat oder allgemein nicht reden möchte oder was weiß ich. Oder vielleicht auch sie, wer weiß, vielleicht ist das auch eine sie. Er oder sie, ist ja egal. Fernando, Dankeschön. Ich bin gerade aufgestanden, um dir zuzuschauen. Leute, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal ein Video angucken und zwar wurde mir oft gesagt, guck dir mal das Video von Rainy an, denn da wurde eigentlich alles erklärt. Und ich denke mir so, warum, wie, was, wieso Rainy? So, der Untergang der YouTuber-Insel, ist das das? Nee, das war der Stream. Das war nämlich das hier. Ich kenne alle Geheimnisse vom Admin. Seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen kennt er alle Geheimnisse. Da gehen wir mal rein nebenbei. Mittlerweile müsstet ihr wissen. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Danke, Kleines. Wochen zuvor. Sonntag. Dein Name, ey. Wegen dem zweiten Begriff kann ich das immer nicht komplett vorlesen. Oh, warum heißt du so? Video hat also, echt, nicht böse gemeint. Ein bisschen gedauert, ein bisschen länger als ich. Aber warum beleidigst du dich selbst? Ich bin die ganze Nacht jetzt gerade durch das Video gecuttet. Wir können eigentlich. Sirius wird irgendwann einen Bedrock-YouTuber-Insel geben. Ehrlich? Hallo Randy, mein Freund. Bro, ich bin gerade fertig geworden mit dem Video. Hast du es schon angeguckt? Natürlich habe ich mir das. Habe ich gerade den Anfang verpasst? Ich habe gerade nicht zugehört. Echt? Findest du? Ja, finde ich. Okay. Mir geht's ganz okay, Rufensaft. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, genau. Ich habe halt was für dich. Okay. Ich hoffe, du kannst dir das damit anschauen. Also halten wir fest, was ich mitbekommen habe. Ich weiß gerade nicht, ob das in den 54 Sekunden erzählt wurde. Tobi ist zu Rainy gegangen und hat gesagt, ey, bearbeite mir mal ein Video. So, und das hat Rainy gemacht. Und dadurch hat er irgendwelche Vorteile von Tobi bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal, Hustensaft. Danke. Okay. Er ist schon weg. Belohnung? Okay, gucken wir mal rein. Danke für das Video, danke alter Freund. Danke für das Video, alter Freund. Junge, jetzt nennt er mich schon alter Freund. Mhm. Oh mein Gott, okay. Kommen wir nun zur Belohnung. Was wird die Belohnung sein? Begebe dich dafür zu dem Ort, an dem der Verrat stattfand. Der Ort, an dem der Verrat stattfand. Also, das Ding ist, Freunde. Rainy hat uns ja mal verraten, das ist safe Unheil 4 dann. Ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher. Ich weiß, welchen Ort er meint. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, es Kein Problem, warte dazu. Es könnte auch der Alpha Tower oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich fliege erstmal zum Alpha Tower, weil da findet. Ostern ist erst Montag, ich dachte heute. Verzeihung. Ja, auch gefühlt täglich ein Verrat statt. Oh ne, jetzt ist hier ein. Nein, kein Raid.
Aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass er einen anderen Ort meint. Wir müssen aber erstmal gucken, ob wir hier überhaupt was finden. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, wir haben es gerade 7 Uhr morgens oder so. Ich habe jetzt gerade gar nicht auf die Uhr geguckt. Es wäre krass, wenn das Unheil einfach ein Schachmatch wäre. Das wäre heftig. Es müsste 6:30 oder 7 Uhr morgens sein. Ich habe gerade das Video zu Ende gemacht. Ich habe die ganze Nacht durchgeschnitten. Und ich will Ostern jetzt mal ist kurz, Sonntag ich und kurz Montag. Null, okay. Weil, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, in dem Video, was ich für Tobi geschnitten hatte, in dem ersten Video, was auf Tobis Kanal kam. So, das ist das Ding, was er halt gecuttet hat. Das ist so episch gemacht worden. Nein, es hat nichts mit Team Gut zu tun. Wurde am Ende dieses Portal hier gezeigt. Und in diesem Portal war etwas. Und ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Tobi hat gesagt, ich soll eine Silhouette draus machen. Ja, guck mal, das ist das Ding, Rainy. Rainy wusste also von Anfang an schon, was abgeht, weil er das halt mit Tobi abgesprochen hatte. Und das finde ich ein bisschen fies. Ich rufe mal Rainy an gleich. Ich frage ihn mal, warum er mir das nicht einfach erzählt hat. Wenn er von Anfang an schon seit 2 Wochen... Guck mal, er gibt es ja sogar zu. Oben steht ja, seit 2 Wochen wusste er das. Also, danke für die ganzen Donis. Und deshalb finde ich ein bisschen schade, dass er nicht zu mir oder zu den anderen gekommen ist und so ein bisschen vielleicht miteinander oder mit uns darüber geredet hat, dass wir wirklich so einen coolen Plan machen. Aber ich habe gesehen, was in diesem Portal drin ist. Und ich sag wirklich so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir es besiegen können. Ich weiß wirklich nicht, ob wir es schaffen können, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Deswegen, ja, safe, er durfte das weiß, nicht. Aber trotzdem so gesagt, heimlich, so undercover, so kurz mal Handy, geben. Discord, WhatsApp-Nachricht, so wann kennt ihr doch. Ich das Video sehen werdet, Freunde. Aber jetzt aktuell ist der 16. Und wir werden gleich alle live gehen. Und ich weiß, dass er, wie gesagt, ich weiß, dass er das verschieben wird. Weil viele Leute haben es immer noch nicht verstanden. Wir sollen. Er wusste sogar, dass das verschoben wurde. Er wusste das. Schade. Er wusste das. Das ist der große Punkt. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie die Leute dazu zu überreden, zusammenzuarbeiten. Es gibt immer Streit. Es gibt immer. Ich denke auch heute im Stream. Es werden wieder sich alle anfeinden. Es werden alle, oh nein, jetzt kommt die schon wieder. Es werden alle sich irgendwie angreifen, beleidigen und keine Ahnung, was weiß ich, was alles. Ich guck mich hier mal kurz um, ob hier das ist sonst. Siu, was ist, wenn Tobi die KI so programmiert hat, dass wenn ihr nicht zusammenarbeitet, dass der Boss dann Tobi killt und dann der Server weg ist? Vielleicht, weil ihr euch zu oft geschlagen... Bro, also Luke, das mit KI ist ja so krass, was du da beschrieben hast. Das Ding ist, ich kann mir das auch bei Tobi vorstellen, dass er in der Lage ist zu sowas. Das ist krass, deine Aussage. Heftig. Sehr schlau. Ich bin mich mir ziemlich sicher, wo es sein sollte. Hier ist es nicht. Okay. Aber es feinden sich immer noch alle an und alles. Deswegen, ich werde versuchen, bis nächste Woche, also dem 23. Den 23.3., der Samstag, werde ich alles versuchen. Ich habe schon Marcel, das war Fake, Tobi, safe. So was wie eine fliegende Insel bauen oder sowas, irgendwie so ein Tempel des Friedens, keine Ahnung, vielleicht einen Song machen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich werde versuchen, alles Mögliche, auch sorry, dass ich gerade keine Cam anhabe. Jetzt kurzer Real Talk. Ich bin halt wirklich, ich bin so müde. Müde? Ist, wie gesagt, es ist gerade 6.30 Uhr, ich habe die Nacht durchgemacht. 6.30 Uhr, Leute. Ich unbedingt rausfinden, was es mit den Informationen, die er mir geben will, auf sich hat. Okay, aber hier scheint auf jeden Fall nichts zu sein. In dem Buch stand ja, begib dich dahin, wo der Verrat stattfand. Und ihr hättet gestern einen Verräter gebraucht. Wahrscheinlich war dieser Verrat gemeint. Glaube ich nicht, Amani. Ich glaube, irgendwie die Lösung war was anderes. Nein. Ich glaube, wir haben das gar nicht packen können, weil es so viele Streitereien gab zu dem Zeitpunkt. Heißt, wir müssen zu Unheil Vielleicht hätten wir das Leute. So formulieren müssen. Ich war mir eigentlich von Anfang an sicher, dass es bei Unheil 4 sein muss, aber ich wollte mich trotzdem vorher nochmal im Alpha-Clan umschauen, weil der einfach ein bisschen näher war. Wie gesagt, Freunde, ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Ich habe noch gar keine Ahnung, wann ich es hochladen werde. Wir gucken das jetzt. Wir gucken das jetzt am 30. Rainy. Ich hoffe, wir werden bis zu dem Tag, bis zum Tag des Unheils, alle zusammengetrommelt haben. Ich kann mir auch nur nicht ganz vorstellen. So, ich spule mal ein bisschen vor. Garten. Okay, er ist auf jeden Fall nochmal zum Unheil gegangen, zum Unheil 4. Und dann hat er wieder ein Buch dort gefunden. Irgendwie sowas. Aber er wusste wahrscheinlich, dass er dort irgendwas Neues findet. Hier muss es, glaube ich. Ah. Hat sich was geöffnet. Ich hoffe, hier ist es drin. So. Leck, was für Leck, es leckt nicht. Schlüssel. Okay, das wird sein, Freunde. Das werden. Ihr dürft nicht streiten, weil das Unheil weiß, dass ihr streitet. Ihr müsst zusammenarbeiten.
Das Ding ist, wenn es wirklich so ist, dass das Unheil erkennt, dass wir streiten, dann muss das ja eine KI sein. Die Bücher sein, die er meinte. Also ein System muss da so programmiert worden sein, dass das quasi okay, erkannt wird. Lesen wir uns das mal durch. Das Ende naht. Wann bekommst du deinen Playbutton? Ey, ich bin auch so ein Idiot, Leute. Ich habe mich noch nicht drum gekümmert. Jeder andere hätte sich safe so drum gekümmert. So direkt, zack, 1 Million Abos-Button geholt. Und ich habe das vergessen wieder. Und oh Mann, ey, ich bin auch so ein Idiot. Du hast ihn bereits gesehen. Okay. Ich kann mir vorstellen, wen er meint. Das, was ich euch gerade erzählt hatte. Die Silhouette, die ihr schon kennt. Werdet ihr den Irrgarten durchqueren können? Warte ganz kurz, Leute, ich muss nochmal was vorlesen von Zockerboy. Vielleicht war Excalibur der Verrat, das Schwert, was Kian hatte. Glaube ich auch nicht. Zockerboy, danke für deine 5-Euro-Donation. Vielen Dank, aber safe nicht. Die Pforten des nahenden Unheils öffnen. Den Irrgarten, solltet ihr das überhaupt tun? Ihr kennt die Antwort. Okay, den Irrgarten, Leute, was könnt ihr mit Irrgarten meinen? Natürlich das Labyrinth, das kannte ich damals noch nicht. Okay, zu dem Zeitpunkt vor 2 Wochen wusste er das nicht, dass es dieses Labyrinth geben wird. Also durch das Buch safe, ja. Aber er war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht in diesem Labyrinth drin. Okay, als nächstes Schlüssel. Oder warte, lass uns nochmal kurz überlegen. Also, ich mach nochmal Garten rein. Also, du hast ihn bereits gesehen. Werdet ihr den Irrgarten durchqueren können? Und die Pforten des nahenden Unheils öffnen. Das war Tobis Mutter. Durchqueren. Also die Pforten des nahenden Unheils ist wahrscheinlich. Danke für die fast 1000 Likes, Chat. Ich denke mal, das Dankeschön. Portal oder so zum nahenden Unheil. Oder irgendwie ein Tor. Irgendwie sowas in die Richtung. Und den Irrgarten durchqueren. Den Irrgarten. Okay, zu Irrgarten fällt mir gerade leider noch nichts ein, Freunde. Bin ich euch ganz ehrlich. Aber wir gucken uns jetzt erstmal Schlüssel an. Schlüssel hört sich auch ein bisschen so an, als würde er uns das erklären. Guck mal, das ist sogar für mehrere geschrieben, nicht nur für mich. Begebt euch zu dem... Ja, und wenn du das weißt, Randy, warum hast du uns das Buch dann nicht gezeigt? Schade. Ort, an dem alles begann. Platziert die Schlüssel... Ruf ihn gleich sowas von an. ...die ein jedes Ende zum Anfang von etwas Neuem werden lassen. Ich gab dir... Oh, das ist wieder an mich gerichtet. Ich gab dir meinen Schlüssel, doch es braucht mehr. Okay, der Anfang von allem. Der Anfang und das Ende. Der Anfang von allem. Leute, ich glaube, ich habe eine Idee. Okay, der Anfang von allem müsste Unheil 7 gewesen sein, oder? Rainy Reinhold. Das ist der Anfang gewesen. Okay, wir sollen uns zum Anfang von allem begeben. Ich will das jetzt rausfinden. Ich will unbedingt das... Ich will Bin das nicht dein kleiner Affe. Da ist die 7, Freunde. Aber hier scheint nichts zu sein. Wir sollen uns... Warte, was stand hier nochmal? Schlüssel. Begebt euch zu dem Anfang von allem. Zu dem Ort, an dem alles begann. Platziert die Schlüssel. Es sind mehrere Schlüssel. Das ist ganz wichtig. Okay, zu dem Zeitpunkt weiß er nicht, was damit gemeint ist. Das ist ja logisch, was damit gemeint ist. Das ist ja wirklich, wie wir das schon herausgefunden haben. Das ist ja quasi der Nullpunkt, da wo auch die Null gerade ist, da wo auch quasi der Spawn von der YouTuber-Insel war, was wiederum auch bedeutet, wo wir damals mit den OGs auf der YouTuber-Insel 2 gestartet haben. Das ist ja quasi dort, wo alles begann. Aber das hat er gerade hier nicht realisiert. Wahrscheinlich geht er aber gleich dahin. Schlüssel, die eine jedes genau, und die Schlüssel sind die Köpfe. Etwas Neuem werden lassen. Das ist so, im Nachhinein, wenn man die Antwort weiß, denkt man sich, okay, das ist voll logisch und voll simpel, ne? Aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, wo er das gelesen hat, dachte sich, was kann das nur bedeuten? Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer. Jedes Ende zum Anfang von... Warte mal. Ich gab dir meinen Schlüssel. Doch es braucht mehr. Leute, ich glaube... Ich gab dir meinen Schlüssel, damit ist gemeint, dass er den Kopf von Tobi bekommen hatte. Sache. Er gab mir einmal natürlich den Auftrag... mit dem Video, beziehungsweise gab mir ein paar Sachen. Er gab mir natürlich 2 Aufträge. Einmal das mit dem 4. Unheil und dann einmal das Video schneiden. Aber wenn ich jetzt überlege, die Belohnung dafür war genau das hier. Ja. Tobis Kopf. Krass, ne? Ryan hat einfach Tobis Kopf geschenkt bekommen. Tobis Kopf, Leute. Heißt... Und das meine ich, Leute, es ist einfach alles so zu 100% geplant. Checkt ihr das? Da ist dieser rote Faden. Tobi hat das so perfekt alles geplant,
Weil alles andere wird ja keinen Sinn machen. Und deshalb, auch dass die Insel offline gerade ist, ist auch safe der Plan. Das gehört safe alles dazu. Es macht uns alles keinen Sinn. Und deshalb finde ich das so krass. Die ganze Sache ist strukturiert und geplant. Von Anfang bis zum Schluss. 100%. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das meint. Okay, und was schreibt er? Die ein jedes Ende zum Anfang von etwas Neuem werden lassen. Ich glaube, das ist der Kopf. So, weil wenn das vor 2 Wochen passiert ist, dann hat er wahrscheinlich auch damit gerechnet, dass das heute so zustande kommt. Also entweder ist er davon ausgegangen, okay, wir werden uns nicht mehr streiten, kein Beef mehr, wir werden uns alle zusammentun und vertragen. Aber weil das nicht passiert ist, gab es halt diesen zweiten Weg, der dann dementsprechend, wie gesagt, bei Tobi geht es ja immer um Entscheidungen, entweder ja oder nein. Oder entweder klappt es oder es klappt nicht. Und weil es vielleicht nicht geklappt hat, ist quasi dieser andere Weg für uns aufgegangen. Hätten wir es geschafft, wäre ein anderer Weg für uns aufgegangen. Vielleicht hätten wir dann den Boss wirklich besiegen können oder gegen ihn gekämpft und keine Ahnung, was dann passiert wäre. Aber dadurch, weil wir es nicht geschafft haben, ist jetzt quasi der rechte Weg, sage ich mal, genommen worden, wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Also wir sterben hier auf der YouTuber-Insel und lassen unseren Kopf fallen. Das ist quasi das Ende, das markiert das Ende. Wenn man stirbt, ist das Ende quasi. So. Aber unser Kopf bleibt da liegen. Und wenn wir uns dann wiederbeleben, können wir die Sachen nehmen und führen das quasi so. Also es ist quasi auch wieder der Anfang von etwas. Also es ist nicht alles verloren, sondern es ist der Anfang von dem der Anfang Leben, vom Ende. Was wir haben. Oder das Deswegen Ende vom Anfang. Ich bin mir sicher, dass die Köpfe kompliziert. Ich würde es jetzt einfach mal... Schweinchen. Stani, bist du das? Guten Morgen, Stani, Junge! Passieren, Leute. Okay. Da passiert nichts. Passiert. Mir fällt gerade auf, jetzt wo ich den Kopf abgebaut habe. Ich habe den, als Tobi mir gegeben hat, schon einmal platziert gehabt. Da steht nicht mehr. Auch ich muss meinen Handel oder sowas einhalten, okay. Aber hier scheint es nicht zu sein. Das Problem ist, was ist dann... Aber von was ist das jetzt der Anfang? Mango, das müssen wir herausfinden. Wirklich komplett. Begebt euch zu dem Ort, wo alles begann. Ich habe ja noch eine Theorie, Leute. Also wie gesagt, ich hoffe einfach, dass das auch stimmt. Bis jetzt hatten wir diese ganzen Unheile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bis 0. So, und das Ding ist, diese 0 symbolisiert ja auch Tobi. Dieses Gesicht von Tobi ist ja auch diese 0. Und ich glaube, diese ganzen Unheile basierten halt auf einer Lektion. Aber die 0 ist jetzt nochmal was anderes. Die 0 ist ein ganzer Zeitraum, eine ganze Zeitspanne. Alle anderen Events bezogen sich immer nur auf einen Tag. Aber diese 0 ist wahrscheinlich ein ganzes Kapitel, wenn ihr versteht. Er spricht zwar von allen, aber vielleicht meint er vielleicht 5. Das Unheil, heißt, wir sind jetzt in Kapitel Unheil 0 angekommen. Davor waren die Kapitel immer nur eine Seite lang. Und jetzt diese 0 ist wahrscheinlich jetzt keine Ahnung wie lang. Mehrere Seiten. 5. Unheil bin ich ja Digga, quasi das ist auf einfach, die YouTuber-Insel. YouTuber-Insel ist Verschwörung. Es sah zwar vorher nicht so aus. Sonst habe ich auch noch eine andere Theorie, Leute. Ich denke mal, wir denken vielleicht alle dasselbe. Aber beim 5. Unheil bin ich ja dazugekommen und ich bin genau hier gespawnt. Einfach Film, Leute. Einfach Kinofilm wieder. Die Theorie stimme ich zu, weil das safe noch nicht das Ende sein kann. Ich bin von hier oben runtergefallen. Wie gesagt, es sah noch ein bisschen anders aus. Bevor diese ganzen Unheile Netflix-Serie, YouTuber-Insel. Aber ich versuche einfach mal den Kopf hier zu platzieren. Okay, es hat schon Sound. Habt ihr es gehört? War das vorhin bei der 7 auch schon so? Aber es hörte sich nach einem Falsch an. Es hörte sich an, als wäre es nicht richtig. Es hörte sich nach einem Beinbruch an, ja, mein Leute, Freund. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß hey, nicht, das ist ja mein Video. Ach, da ist ja auch der Übeltäter. Der 2 Wochen lang alles wusste und uns das nicht erzählt hat. Muss ja im Endeffekt... der Spawn sein. Ich ruf dich gleich an, Reini. Wenn ich mich richtig erinnere, so, auch bevor... Du erklärst mir alles in 10 Sekunden, meine Deutschlehrerin in 10 Tagen. Ehrlich? Oha. Ist man genau hier gespawnt. Ist man genau hier respawned. Ich glaube nämlich, vorher stand hier... Wo ist Urs? So eine... Stellt euch mal vor, Urs steckt hinter einem. Oh mein Gott, das ist so krank. Eine kleine Stadt von Candy... Und der hatte da quasi, also der hatte sich direkt am Spawn was gebaut. Und das ist ja dann quasi der Anfang von allem. Und wenn hier sogar perfekt das Portal steht, Leute, und die Null. Wenn ich überlege... Okay, ich habe 3 Videos vom Unheil und von den Bizepsbrüdern auf Insta gemacht. Ehrenmann. Wenn ich das sage, ich fange jetzt an zu zählen. So,
dann ist man quasi, in dem Moment ist man bei 0 und startet dann mit 1. So, man kommt von der 0, der Anfang, zu 1. Also, es passt perfekt, Leute. Es passt einfach perfekt. Ich, keine Ahnung, ich würde das... Aber soll ich das ans Portal platzieren? Soll ich das hier auf dem Krass, Boden also Reini hatte schon die Idee, das direkt dorthin zu platzieren. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Wir testen es einfach mal. Hättest du mich gespannt, was passiert? Oh mein Gott, der Sound kam sogar bei ihm. Oh Jetzt ist aber die Frage, warum hat er das nochmal abbauen können? Ich glaube, Tobi wollte ihm damit auch symbolisieren, ey, guck mal, das ist die Lösung. Geh jetzt, also unterschwellig wollte er ihm das sagen, geh jetzt zu den anderen und erzähl das, obwohl ich quasi gar nicht will, dass du das machst. Er wollte, dass er quasi über die Aussage von Tobi steht und mit uns über alles redet, aber das hat er nicht gemacht. Okay, okay. Damals konnte man nicht durchs Portal, ah, okay. Okay, das war ein anderer Sound, das war ein anderer Sound. Ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war richtig, Freunde. Okay, aber... Was geht, MBK? Das Portal ist trotzdem noch nicht an. Aber das hat er ja auch gesagt. Das hat er ja auch gesagt. Also wir müssen... Da, weil er hat ja im Dings gesagt, er hat im Buch gesagt, ich gab dir meinen Schlüssel. So, also sind die Köpfe wirklich die Schlüssel. Wenn ich jetzt meinen Schlüssel daneben, also wenn ich meinen Kopf daneben platzieren würde... Freunde, wir machen das einfach mal schnell. Nein, Bro. Oh mein Gott, Reini wusste das schon die ganze Zeit, Bro, Mann. Ich bin sauer auf dich. Theoretisch. Nein, ist nicht dein Ernst, Bro. Das ist wirklich richtig. Da kam der Sound schon wieder. Es ist wirklich richtig. Okay. Also, Digga, wir haben so viele Theorien entwickelt. Wir hatten ja dieses Buch nicht, Leute. Das Ding ist, mit diesem Buch wäre das ja einfach gewesen. Dann wüssten wir, okay, zack, der Platz 0, Unheil 0, wo alles begann hat, wo alles begonnen hat. Und ja, dann wäre das einfach gewesen. Aber dadurch, dass wir dieses Buch nicht hatten, sind wir erstmal in diesem Labyrinth gewesen. Da haben wir ja diesen extra Raum gefunden. Von dort haben wir das Buch genommen. Und in diesem Buch war das Rätsel so kompliziert aufgeschrieben. Ihr habt es ja gesehen, wenn ihr euch daran erinnert. Da stand irgendwas mit Kreativität, Wagemut und weiß das nicht, was für Begriffe da drin waren. Also wirklich, das war so kompliziert. Aber ja. Reini hatte von Anfang an das Buch, was alles erklärt hätte. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier den Kopf von Tobi platziert habe, da muss auch safe der Kopf von Lukas dran. Weil es gab ja früher schon diese Theorie. Er wusste deswegen, das alles. Deswegen bin ich gerade erst drauf gekommen. Er wusste das einfach alles. Es gab ja früher schon diese Theorie oder dieses Event von Lukas, glaube ich, dass man alle Köpfe zusammenbringen muss und dann passiert etwas. Ich weiß nicht, ob Lukas davon weiß, dass es genau das war. Weil bis jetzt hat er mir ziemlich ahnungslos getan, dass er irgendwas von den Unheilen weiß. Okay, ich bin in die Lava reingerannt, sehr schlau. Das ist es, das ist die Lösung. Wir müssen alle zusammenkriegen. Aber wenn wir noch mal eine Woche Zeit bekommen haben... Guck mal, das Ding ist, ich bin gerade wirklich in einem Zwiespalt, Freunde. Wir haben noch mal extra eine Woche Zeit bekommen, weil wir anscheinend nicht bereit sind. Waren wir auch nicht. Wollen wir das Tor überhaupt öffnen? Sind wir immer noch nicht. Wenn uns die Möglichkeit gelassen wird, dieses Tor zu öffnen. Luca, ich habe doch deinen Text gerade vorgelesen. Warum kopierst du das noch mal rein? Sowas. Also wir... Das ist ja nicht mal... Wenn es Notwehr ist, okay, aber... Das ist ja, wir gehen aktiv auf dieses Unheil zu und wollen es angreifen. Aber es ist wieder so ein Ding, weil ich meine, hier steht auch im Buch, Irrgarten, solltet ihr das überhaupt tun? Nein. So, und Tobi stellt nicht einfach Fragen, Leute. Tobi stellt nicht einfach Fragen, sondern er lässt uns immer die Wahl. Wir haben jetzt wieder die Wahl, das Tor zu öffnen oder nicht. Ich weiß, wie das Tor jetzt Und das geöffnet. Meine ich halt immer mit den Türen. Es gibt immer zwei Türen und es ist nicht immer die falsche. Also, wenn wir uns für eine Tür entscheiden, heißt es nicht, dass es falsch ist. Klar, wir haben jetzt uns dafür entschieden, da reinzugehen. Wir haben es nicht geschafft, aber das heißt jetzt nicht, meiner Meinung nach, dass jetzt dadurch irgendwie alles vorbei ist. Es gibt immer einen Weg, der danach kommt. Aber wir haben uns halt jetzt dafür entschieden, dass wir da reingehen. Deshalb ist quasi jetzt, wie gesagt, der rechte Weg genommen worden, statt der linke Weg. Nicht wird. Ich glaube, ich sage euch ehrlich, wenn Tobi uns schon die Wahl lässt, dass wir nochmal eine Woche Zeit haben, ich werde wenigstens diese Woche abwarten. Ich werde, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon angesprochen, ich werde versuchen, alle irgendwie auf einen Nenner zu bekommen und dann können wir das Unheil vielleicht besiegen. Dann werde ich mir nochmal überlegen, ob ich diese Information mit den anderen teile. Aber erstmal fürs Erste, ich glaube,
Ich glaube, ich verstecke das hier. Candy und Urs haben ein Bündnis. Behalten, aber dann würden, Candy ist schon längst über alle Berge. Sorry, wenn ich euch jetzt so ein bisschen belogen habe, Leute. Aber wenn ich das jetzt im Inventar behalte und dann aus Versehen in einem Stream zeige oder so. Oha, voll gut, Toji. Ich verstecke das hier. Ich habe hier gerade die Kiste gesehen. Ich verstecke das hier. Damit ich auch genau weiß, wo, verstecke ich das hier unten. Oh mein Gott. Das ist sogar eine Base. Creeperino. Oh mein Gott, hier sind echt viele Creeper. Oh mein Gott. Oh, oh. Junge. Ich sehe gar nichts mehr, ist dunkel. Was ist denn das? Oh, wir sind gleich fertig sogar. Ist die Kiste dabei? Ah. Ob ich alle zusammenrufen kann, ob ich alle vereinen kann, aber so. Ich leg mich jetzt erstmal noch. Ja, gute Nacht, Rainy. Kriegst trotzdem ein Plus, ein Like, kein Plus, ein Like meine ich natürlich. Mango auch hier von Rainy angepinkt worden. Rainy, guter Junge. Aber ob er wirklich ein guter Junge ist, das werden wir jetzt erfahren, denn ich rufe ihn jetzt an. Den Kollegen. Den Kollegen Rainy rufe ich jetzt an, nicht? Mal gucken, ob er reingeht. Hoffentlich geht er ran. Er geht einfach nicht ran. Er geht einfach nicht ran, Leute. Er war doch gerade im Chat. Sue macht Mu. Hallo? Danke. Danke für gar nichts. Wir gehen jetzt gucken und schauen, ob die YouTuber-Insel wieder klappt. Es gibt ja, wie gesagt, die Theorie. Erkläre ich euch auch gleich nochmal. Erstmal hier auflegen. Das Geräusch stört mich. Wir gehen auf die YouTuber-Insel. So, Leute. Theorie. Es geht weiter mit den Theorien. Theorien über Theorien. Wir geben hier Tobite ein. Ja, jetzt müsste er logischerweise 12 stehen. Vor 12 Tagen, genau. Also, Freunde. Gestern gab es die Theorie von einigen, auch von den YouTubern, die auf der YouTuber-Insel sind. Gestern stand natürlich vor 11 Tagen und der Server ist genau um 11.11 Uhr aufgegangen. So. Und einige hatten dann die Theorie, okay, dann müsste es am nächsten Tag... Er ruft an! Ey! Ey! Warum bist du so? Bro! Ich warte so auf den Anruf, guck auf mein Handy, ist nichts gekommen und dann erst, als der Anruf vorbei war, stand da so, Anruf verpasst und ich dachte mir, ja, danke. Ja. Aber nee, ich will jetzt von dir wissen, warum du uns das nicht erzählt hast. Oh, ich hab's doch schon im Stream gesagt. Das Ding ist einfach... Denkst du, ich merke mir das, was du im Stream gesagt hast? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du mir nicht zuhörst. Dankeschön. Gestern war ich einfach... Nee, aber... In Rage. Ja, gestern war wieder geisteskrank. Gestern war generell alles so... Wirklich gefühlt der schlechteste Moment, um reinzugehen, sind wir rein. Ja, gestern war Katastrophe, aber erzähl. Also, du hast ja gerade das Video gesehen. Ich hatte ja diese Informationen jetzt ungefähr, es waren ja nicht ganz 2 Wochen, aber es waren ungefähr 2 Wochen. Und in diesen 2 Wochen habe ich ja auch quasi die ganze Zeit, habe ich erstmal gesagt, ey, macht es überhaupt Sinn, das Portal zu öffnen? Ich habe versucht quasi dieses... Weil für mich war die ganze Zeit, deswegen habe ich es nicht gesagt, für mich war die ganze Zeit, euer Fokus war so sehr auf dieses Portal öffnen, dass wenn ich euch gesagt hätte, wie man es öffnet, wäre instant das Portal aufgegangen und wir wären reingestürmt, weißt du? Ja. Ich wollte erstmal diesen Fokus, ich habe versucht, durch auch die Videos, die ich hochgeladen habe, diesen Fokus auf Zusammenhalt erstmal zu lenken. Oh mein Gott, Ryan, ich komme auf den Server! Was? Wie? Erzähl weiter. Ja, okay, Bro. So schlecht. Genau, diesen Fokus erstmal auf Zusammenhalt zu lenken, weil guck mal, was habe ich in dieser Zeit gemacht? Ich habe zum Beispiel so einen Tempel gebaut, als du da eingesperrt warst, weißt du? Ja. Habe ich so einen Tempel gebaut, dann habe ich so einen Song gemacht mit KI, so. Weißt du, also ich habe wirklich, in meinen Videos ging es nicht einmal darum, das Tor zu öffnen. Das ja, ich verstehe. Also du hast es quasi dann komplett ignoriert gehabt. Verstehe ich. Okay, verstehe ich. Vielleicht war es nicht die richtige Lösung. 100%, das will ich gar nicht sagen. Aber das war der Plan, wie ich versucht habe, das irgendwie gut hinzubekommen. Und ich meine jetzt im Endeffekt,
hat es nichts gebracht, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, das Vorgehen oder die Reihenfolge auf jeden Fall, die wir hätten zusammen einhalten müssen. Ja, aber meinst du nicht, du hättest das vielleicht so ein, zwei Leuten sagen können, also vielleicht sogar nicht mal mir, sondern irgendwie, keine Ahnung, jemand anderes, den du da wirklich zu 100% vertraust? Das ist das Problem. In dem Moment, ich vertraue euch, das Problem ist einfach in dem Moment gewesen, dass ich niemanden gesehen habe, dem der Zusammenhalt wichtiger ist, als das Tor zu öffnen. Es ging irgendwie die ganze Zeit nur, das verstehe ich auch, das ist ja auch, also es war ja auch spannend und so, für mich jetzt halt nicht, ich wusste halt, wie es ist, aber weißt du, es war ja eine spannende Sache, wie man das Tor öffnen konnte, aber für mich war die ganze Zeit die Angst dahinter, okay, dahinter könnte irgendwas sein. Ja. Und als ich euch das erklärt habe, dass ich gesagt habe, ey, es macht vielleicht gar keinen Sinn, das zu öffnen, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass jemand, hätte da jemand gesagt, du hast recht, lass es nicht machen. Das ist erst gestern passiert. Erst gestern kam Zitashi dann zu mir und meinte, vielleicht macht es gar keinen Sinn, das zu öffnen. Ami kam zu mir, vielleicht macht es gar keinen Sinn. Das ist leider erst gestern passiert, wo quasi eh schon gesagt wurde, okay, wir wissen, wie das Tor aufgeht. Okay. Aber davor war das leider irgendwie nicht der Fall und deswegen habe ich mich nicht getraut, das jemand zu sagen. Okay, dann möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Das Ach, Ding so. Ist, Lukas hat mir gestern gesagt, dass du und Flo, also Chaos Flo, mit Tobi einige Sachen auch schon im Voraus besprochen hattet. Stimmt das? Ist da was Wahres dran? Weil Flo hat also, in seinem Video auch irgendwie gewusst, dass dieser Boss 100% da sein wird. Ich gucke mir jetzt auch gleich das Video an. Und ironischerweise habe ich schon gerade gesehen, dass du auch mit ihm rumrennst. Steckt ihr vielleicht ja. alle unter einer Decke? Du, Flo und Tobi? Das Ding ist, im Video sage ich auch. Bin ich da etwa auf der Spur? Also, das steckt, ich fange mal von Anfang an. Steckt ja, Snoopy wusste, auch dahinter? Spaß. Snoopy? Nein, das war Spaß. Ich glaub dir, Bro, alles gut, ich glaub dir. Ja, ich kann schon verstehen, vielleicht war der Druck einfach zu viel und ich kann auch nachvollziehen, dass... Also, hättest du mir das gesagt, würde ich sagen, Bro, lass das aufmachen, safe. So, also, wie gesagt, ich sag nicht, dass das, was ich gemacht habe, die 100% richtige Lösung war, aber für mich schien das in dem Moment einfach am logischsten und deswegen habe ich das quasi so durchgezogen und versucht, ich meine, im Endeffekt hat es eh nichts gebracht. Ja, und das meine ich, das habe ich auch vorhin den Leuten erklärt. Ich glaube, egal wie wir uns entschieden hätten, also letztendlich haben wir uns entschieden, da reinzugehen, aber hätten wir uns nicht entschieden, da reinzugehen, dann wäre eh was passiert. Vielleicht wäre dann was Gutes passiert und der Server wäre nicht offline, aber es ist ja, wie gesagt, immer eine Entscheidung von uns gewesen. Das hat ja Tobi uns irgendwie beibringen wollen. Von Anfang an basiert das auf Entscheidung. Wir haben jetzt quasi... Erstmal hat Tobi einen Tag vorher gesagt, vielleicht haben wir gar nicht so viel Zeit, wie du jetzt gerade sagtest. Heißt, es kann sein, dass was passiert wäre. Die Frage ist, wann was passiert wäre. Und Tobi wurde gestern besiegt. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber wenn Tobi geholt wurde und dann der Server ausgegangen ist, meiner Meinung nach ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwas nicht. Ich weiß es nicht. Ja, oder das gehört zu seinem Plan. Alright, müssen wir noch herausfinden. Ich werde gleich nochmal gucken, also Server immer noch offline. Einige hatten ja die Theorie, dass um 11.11 Uhr was passieren könnte. Ich würde jetzt noch bis 11.11 Uhr gucken. Dann wäre genau 24 Stunden aus. Wie bitte? Dann wäre genau 24 Stunden, weil es kann auch wieder kein Zufall sein, dass um 11.11 Uhr die Server gestern aufgegangen sind, mittendrin, obwohl wir alle am Leben waren. Plus dazu kommt... Vor 11 Tagen hat er ein Video abgeloadet. Also immer diese Zahlen bei ihm, diese Zahlen spielen ja übertrieben eine krasse Rolle. Von Anfang an. Und deshalb, ich schaue nochmal um 11.11 Uhr und dann gucken wir. Gut, Bro, dann, ja, alles gut. Ich glaube dir. Ich werde jetzt das Video nochmal kurz gucken, okay? Vielleicht melde ich mich später nochmal. Alles klar. Okay, ciao. Tschüss. Paul Berger, ey. So Leute, wir gehen hier auch nochmal rein und gucken uns auch nochmal diese Stelle an und zwar... Ich glaube, es müssen sich die versöhnen, die gerade noch Streit haben. Ich glaube, es ist... Ja. Die... Ja. Ich glaube, ich... Das Ding ist, ich weiß ein paar Sachen, ich weiß ein bisschen mehr als... Guck mal, die Schlawiner, die wussten einiges. Ich habe auch schon gemerkt, bei dir,
bei dir ist Tobi auch, er erzählt dir ein bisschen mehr als den anderen. Lass mal bitte. Ja, schade. Ich war letztens in einem Feuerraum mit ihm und ich habe da seine echte Stimme gehört. Das zum Beispiel, ich war auch der Erste, der hat irgendwas. Ich habe damals bei Unheil 4 schon mal seine Stimme gehört. Leute, an die Zuschauer, checkt mal die Folgen ab. Alle Folgen, wo der Böse Admin vorkam, und entschlüsselt mal alles. Schreibt mal alles auf, was er je gesagt hat. Und vielleicht gibt's da so eine Nachricht. Vielleicht ist das so ein Rätsel. Bro, unten ein Like da lassen. Aber lass mal erstmal kurz ins End gehen. Okay. Wait, hast du den Schlüssel? Bro, ich hab nicht den Schlüssel, aber ich hab ein paar. Hier sind Leute. Was hast du? Ich hab ein paar. Ich hab zum Beispiel. Insider-Infos? Wait, was ist. Okay. Lass uns reingehen. Wait, guck mal, also, wir hatten ja das große Labyrinth und hier ist so eine große Tür. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich geb dir mal den Kopf. Ist das sein Organ? Also, Bro, das auch, ist dein Kopf, den hat er mir gegeben. Ich muss meine Handel einhalten. Ja, aber denk mal logisch. Null heißt, kein Krieg, kein gar nichts. Keine Veränderung. Ich glaube, das ist das, was wir erreichen müssen. Wir müssen wirklich aus uns rauskommen, keine Ahnung. Wir müssen aus uns rauskommen. Nämlich das Ding, Bro, da ist ein bisschen mehr, glaube ich, hinter. Wait, warte mal, ich habe ihn gerade geworfen. Warte mal, der ist innen rot, oder? Ja, ich sehe es gerade hier. Der ist von innen rot, genau wie sein Kopf. Das Ding ist, Tobi, ich weiß, du hörst uns gerade. Also, ich bin ziemlich sicher. Denkst du, der hat uns auch die ganze Zeit im Labyrinth? Hallo, Jungs. Bro, er hat uns immer. Oh, hey, Tobi. Tobi, ist das hier eine Null für jeden Kampf, der auf der Insel stattgefunden hat? Eine interessante Interpretation. Ich glaube aber nicht. Nein. Okay. Tobi, ich glaube, ich weiß, was du willst. Ich habe es endlich durchblickt, ja? Du hast oft... Wir haben alle Fehler gemacht. Tobi will unser Geld. Wir haben alle nicht verstanden, dass wir zusammenhalten müssen. Dass die Kriege aufhören müssen zwischen den Clanern. Dass wir eine Einheit sein müssen. Und ich glaube, vorhin waren wir es kurz. Ich glaube, das ist das Näherste an Frieden auf der Insel, den wir jemals hatten. Ich glaube auf jeden Fall. Da stimme ich dir tatsächlich zu. Aber schaut euch doch mal an, wie es jetzt danach weitergegangen ist. Ja, stimmt. Haben die wieder zu fighten begonnen? Alle haben diskutiert, wie rumgerufen wurde, wenn dann man nicht allein gelassen wurde. Das stimmt schon, das Problem ist einfach... Es muss halt jeder mithelfen und das ist so schwer bei so vielen Leuten. Es wurde auch gesagt, zum Beispiel, dass Lukas, es wurde ja gesagt, wir alle kennen die Lösung. Das ist wahrscheinlich das, was du sagst mit dem. YouTuber-Inselbuch ist gerade angekommen, freue mich schon zu lesen. Melissa, ganz viel Spaß. Danke, dass du das geholt hast. Vielen Dank. Wir müssen zusammenhalten, aber nur Lukas hat den Schlüssel. Weißt du, wie ich meine? Ja, vielleicht wissen wir alle die Lösung, aber die meisten gestehen sich selber nicht ein oder wollen die Lösung nicht wahrhaben, sowas, weil die wissen, dass es Zusammenhalt bedeutet. Das geht gegen ihre Ideale. Aber Tobi, guck mal. Du gibst. Tobi, was ist dahinter? Bro, was so wichtig ist? Ist da irgendwie in einer Maschine und die aktivieren wir und dann ist PvP zum Beispiel aus? Das werden wir früh genug herausfinden. Ich versuche gerade zu analysieren, ob wir irgendwas herausfinden, was wir noch nicht wissen. Bis jetzt, das wissen wir alles, auch durch Reinys Video und auch vor allem durch den ganzen Stream. Aber gerade ist jetzt noch nichts dabei. Also, bis jetzt gab es auch für mich diesen Anschein, dass Reiny viel, viel mehr von allen anderen, also er wusste mehr als alle anderen. Er wusste auch gerade in dem Moment auch mehr als Flo, aber ich bin mir sicher, er kriegt ja hier gleich was. Das hatte ich ja schon gesehen gehabt. Das hatten mir auch andere YouTuber gesagt. Er kriegt gleich irgendwie so ein Bild von ihm, wo dann irgendwie der Boss abgebildet ist. Und auf den Moment warte ich gerade. Erinnerst du dich noch, was ich dir gesagt habe, Flo? Was? Hey, man hört seine Stimme doppelt. Bro! Es ist kein Ende. Sondern ein Anfang. Von ihm. Was ist das? Damit haben wir auch die Bestätigung, Leute. Es ist der Anfang von dem Typen und nicht das Ende von dem Server. Und das meine ich, das bestätigt einfach meine Aussage, dass Unheil 0 einfach jetzt für einen ganz langen Zeitraum vorhanden sein wird. Was ich gehört? Stimmt, das hat er mit der Feuerkammer gesagt. Warte mal. Das nullte Unheil, das Ende der YouTuber-Insel. Warte mal! Ich glaube, das nullte Unheil ist kein Event. Warte, hast du einen Rahmen oder so? Bro, lass raus, ich kann hier nichts platzieren. Warte! Nullte, ich glaube, das Problem ist viel größer, als wir denken.
Warte, da hinten sind welche. Lass woanders hinfliegen. Lass ein Stück hoch. Hinter dem Baum. Schnell. Warte. Genau, hier hat er das Bild platziert. Das habe ich, glaube ich, bei Insta auch sogar gesehen. Checkst du? Warte, ich platziere das Bild. Checkst du, wie klein? Guck dir das an. Bro. Ich glaube... Wie das heißt? Das nullte Unheil. Ja! Aber das Ding ist... Bro. Es ist nicht das Ende der Insel. Es ist der Anfang... Das ist der Anfang von... Von ihm. Dem... Starkes Ende. Ja, Leute, denke ich auch. Damit bestätigt das nochmal meine Aussagen. Eigentlich ist das jetzt auch 100%, Leute. Das ist einfach der Anfang von diesem Kapitel Unheil 0 mit diesem Boss. Und ich bin jetzt noch mehr gehypt, um endlich hier reinzugehen. Hey, Tobi, mach mal jetzt Server wieder on, Junge. Hör auf mit deinen Spielchen. Denkst auch, wir denken jetzt, Server ist offline, Server ist komplett weg. Denkst auch damals, YouTuber Insel Meteorregen oder was? Nix da, 100%. Wir müssen jetzt nur herausfinden, wann. 11.11 Uhr ist quasi der nächste Zeitpunkt. Entweder es passiert es spontan oder wirklich um 11.11 Uhr. Deshalb, Leute, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich bin gehypt. Tobi möchte seine Mama auf die Insel bringen. geil. Ja, lustig. Kannst du nachher ein bisschen Slizzard zocken? Stace hat ja gestern irgendwie gesagt, er will mit mir Mario Party in Minecraft zocken. Vielleicht machen wir das gleich. Ruf ihn mal gleich an. Geht nicht. Wir können nicht auf den Server, Freunde. Der Anfang von dir, Landrill. Schade, Marmelade. Schau dir Flo's Musikvideo an. Nee, Bro. YouTuber-Insel kommt Donnerstag. Ehrlich, so spät? Komm nicht rauf, Freunde. Wie alt muss man sein, um beim Gewinnspiel mitzumachen? Welches Gewinnspiel meinst du? Mario Party in Minecraft, richtig gut. Wärst du dabei, MBK, oder was? Dann rufe ich dich auch an. Sue, du hast Flo nicht abonniert. Ey, Leute, mit meinem Hauptkanal, ich habe ja auf dem Handy einen anderen Kanal, da habe ich die ganzen YouTuber-Kollegen abonniert, weil da kriege ich ja die Glockenbenachrichtigung. Mit meinem Hauptkanal gucke ich kaum YouTube-Videos. Am PC gucke ich eigentlich auch selten YouTube-Videos. Nur im Stream halt mit euch, aber sonst gucke ich alles ja auch auf dem Handy immer. Und da bin ich halt mit dem anderen Account eingeloggt. Ist das ein Glockenbeat? Es ist ein Glockenbeat. Fahre nachher extra 40 Minuten, um dein Buch zu kaufen, weil bei mir kein Buchladen in der Nähe ist. Emis, das Ding ist, ich würde das noch nicht machen, weil ich glaube, du solltest warten bis nach Ostern. Weil ich glaube, die ganzen Buchläden haben das Buch nicht in großen Mengen bei sich. Und ich denke, die Läden, die das schon haben oder hatten, da ist das Buch eh schon weg. Und deshalb warte lieber bis nächste Woche, bevor du jetzt irgendwie ganz weit wegfährst und dann zack, ist das Buch immer noch nicht da. Ich rufe mal MBK an. Und Stacy. M to the K. So, schauen wir mal, ob die reingehen, die Paulberger. Weg mit dem Glockenbeat, reicht doch auch langsam. Hallo? Hallo? M to the K, good morning. Was geht? Machen wir jetzt YouTuber-Action auf Minecraft? YouTuber-Action. Mario Party Action? Ja, meine ich doch, Jefferson. Ja. Mein ich doch. Warte mal. Jetzt ist Stace in einem anderen Call. Warte, ich sag ihm mal kurz Bescheid. Hallo. Ah, jetzt kommt er. In dem Moment, wo ich rausgehe, kommt er. Hallo? Hä? Bro, hallo, genau in dem Moment, wo ich rausgehe. Tut mir leid. Mein Rücken. Machen wir Mario Party? Wie funktioniert das genau? Let's go. Ich weiß, wir können entscheiden, ob wir auf Cetoxin gehen, da könnten mehr von der Community mitspielen, oder auf Gomme. Lass da Gomme, weil den Link habe ich schon. Das Gomme. Ja, aber Gomme können nur 16, ne? Cetoxin könnten so 42. Was ist besser? Mir ist es egal, das was besser ist und das was einfach ist. Cetoxin gibt auch mehr Spiele. Ja, Cetoxin ist glaube ich besser als Mario Party. Ja, dann schick mir Link hier rein. Ja, kann mit der neuesten Version schick aufjoinen, Link ja, ne? Rein. Ja, man kann mit jeder. .de. Schick das auch in den Chat. Ich soll das in meinen Chat reinposten. Auf gar keinen Fall mache ich jetzt Werbung für diesen Spaß. So, machen wir mal kurz hier
Black Screen, damit Server, das nicht Leute. Geleakt wird, damit nichts hier geleakt wird. Kommt auf den Server. 110 Leute sind drin, ne? Hey Leute, kommt hier rauf. Ey, die warten ja schon hier. Das müsst ihr eingeben. Lukas ist auch schon da drin, ne? Okay. Lukas, wie heißt du in Game? Was muss ich eingeben? Die Server erfordert die Verwendung eines Benutzers. Soll ich fortfahren? Ja, muss ich ja. Ja, Virus. Virus. Warte. Virus Maximus. Sue, wie heißt du in Minecraft eigentlich? S, Y, 2 O's, 3 U's. Wie viele Leute Lukas genau? Sollen wir Lukas auch anrufen oder was, wenn er auch schon ist? Ja, ja, S, Y, er wollte die ganze Zeit mitspielen, lass Lukas ein. S, Y, 2 O's, 3 U's. Da ist er ja, der Idiot. Hallo. Hallo, Doppel O, 3 U's. S, Y, Doppel O, 3 U's. Hallo. Tio, du bist für mich wie ein Bruder. Ich beschütze dich wie meinen eigenen. Wie so am normal, Brofist, Junge. Was geht, Lukas? Was geht? Ich hab gehört, wir zocken jetzt ein bisschen. Ja, safe. Warum wart ihr alle so spät da? Heute? Ja, ich dachte, wir starten um 8.30 Uhr. Ich dachte auch 8.30 Uhr. Ich komme auf einmal, ich sehe so 9 Uhr immer noch niemand online. Dann dachte ich mir, okay. Egal. Ah, ich hatte aber auch gestern 15 Stunden gestreamt, deswegen ich war ein bisschen fertig. Wo bin ich denn hier teleportiert worden? Wer macht eine Party auf? Hier ist hier Nimmern, ich add euch erstmal alle. Lukas, ich bräuchte nochmal deinen Namen buchstabiert. Okay. L, X, K, L, 4, X, Z. K, 4, Z. 4, Mirkan? Ey, was geht? Was geht? Mirkan? Oh, Mirkan auch am Start? Geht, Mirksen? Ah, wie heißt du schon mal, damit ich enden kann? Ich heiße normal MBK. Nur ganz normal MBK? Ja. Boah, ganz er hat einfach seinen real Namen so komplett clean. Der Account ist aber auch schon 8 Jahre alt. Ja, Jungs, ihr müsst auch Freundschaftsanfrage annehmen, ne? So. Tschu. Boah, wie könnt ihr so früh aufstehen? Big Mac, das ist doch nicht früh. Was kann ich machen? Wie kann ich das denn annehmen? Ich hab doch keine Ahnung. Im Chat, da ist ein Haken und kein Haken. Wie heißt du im Spiel? Da ist YouTube immer noch. Lukas hat dich im Party schon eingeladen. Drück mal Chat und dann siehst du da oben. Er hat die Anfrage, dann drück einfach auf den Haken. Ich hab keinen Stays Ops. Nicht mehr. Zeiten ändern sich. Entweder bin ich lost oder ich sehe das nicht. Doch weiter oben, da steht doch Stays YouTube hat dir eine Freundschaftsfrage gesendet mit so einem Haken. Haken? Oder so ein X. Ah ja, hab. Ja, dann drück auf Haken. Hab ich. Also Freunde, mein Bro. Hier, jetzt kommt eine Party, muss glaube ich wieder auf Haken drücken, keine Ahnung. Guck. So, ich komme Haken. Leute, ihr müsst, wie ihr gleich mitspielen könnt, ist ganz einfach. Ich sag euch, auf welches Mario Party wir reingehen und dann kommt ihr da einfach hinterher. Kurz raustappen, Leute. Doch, Verzeihung. Du bist schon im Party, glaube ich. Glaubst du das? Mhm. Boah, da schreibt Sue der Kleine. Nee, ist Sue noch nicht in der Party. Sue ist noch nicht in der Party? Nee. Arian hat die Freundschaftsanfrage. Ender. Nee, du musst mich noch einladen. Ich bin auch in einer ganz anderen Lobby. Vielleicht hat das was damit zu tun, oder? Nee. Okay, lad nochmal ein. Du hast Sue bereits zu einer Party eingeladen. Sue weiter oben muss da irgendwas sein. Jetzt wieder Lukas. Mit so einem Haken oder so ein X. Okay, ich bin online. Wo muss ich jetzt annehmen jetzt, Stace? Guck mal auf Freunde, ob du Freundschaftsrequests hast. Freunde. Aber das war ja nach der FA, oder? Ja. Ja, nach der FA habe ich keine Einladung von dir bekommen. Nur von Arian und von Entia. Du kannst einfach reinschreiben. Slash Party, Accept und dann wahrscheinlich Stacey YouTube einfach den Namen. Sollte auch funktionieren. Doch, Sue hat deine Party-Einladung angenommen. So, sehr schön, Leute. Also, ihr hört mir jetzt alle zu. Ja, du bist drin. Ihr geht auf Mario Party. Ey, wollt ihr das neue Kampfsystem oder das alte? Das alte, oder? Spam. Nein, das neue, Bro. Ich kann das alte. Ich habe das alte gar nicht gezockt. Ja, okay. Ihr drückt auf Mario Party und wir gehen in die Welt Donkey Kong Dschungel. Kommt da rein. Ups. Oder? Minecraft Party, geht, ne, meinst du? Geht das? Links klick. Die erklären so, als ob ich das schon 1000 Mal gemacht habe. Nein, nicht ihr. Nee, einfach Spiel suchen. So. Kommt rein.
Okay, Stace, möchtest du einmal erklären für alle, wie das ungefähr funktioniert? Oder ist das... Also, ihr kriegt gleich einen Würfel, ihr würfelt und dann, es gibt zum Beispiel rechts, dieses Spielfeld hat nur 32 Felder. Das heißt, ist jetzt nicht so ein großes, es gibt auch welche mit 75. Aber erstmal so zum Reinkommen, dachte ich, ne? So, ihr würfelt, 6 natürlich das Beste, 1 das Schlechteste. Und nach jedem Mal würfeln, kommen Minispiele. Die Minispiele werden dann im Chat erklärt oder ihr könnt euch jetzt die auch schon mal durchlesen, aber es ist halt zufällig. Nee, wenn ihr auf den Controller einmal unten drückt, seht ihr die ganzen Minispiele. Aber die werden davor im Chat halt nochmal erklärt. Und ja, wenn ihr Minispielen gut platziert, erster, zweiter oder dritter, kriegt ihr einen extra Würfel. Der erste kriegt einen Würfel von 4 bis 6, der zweite von 3 bis 5. Aber warum lügst du jetzt? Und denkst, ja, ich lüge nicht. Deswegen, und ihr könnt euer Skin jetzt ändern, indem ihr auf euer Kopf drückt. Hätte ich früher ein Referat so gehalten wie Stace gerade, hätte ich über eine 1 gehabt. Wow. Das war Stace, das war clean, also echt clean. Das war flüssig, clean, butterweich. Bilder benutzt, ne? Also alles gut. Alles gut, Jux. Okay, es geht noch. Ich hab den Stab noch da Sachen drauf gezeigt. Boah, das sind all unsere Freunde. Und jetzt hier und an alle. Ah, jetzt können die würfeln. Einfach rechtsklick. 3, Digga. 6, let's go. Oh, Leute, eine 2. Und ihr wollt gucken, wie weit ihr seid, drückt auf die Trophäe unten, dann seht ihr. Lukas gerade erster, Nico zweiter. Ihr könnt einfach eure Dinger. Und. Kletterkönig. Nächst im Chat schnell. Erklimme als erster das Ziel auf der anderen Seite und lasse dich dabei nicht von anderen in den Abgrund schlagen. Okay. Nach oben müssen wir. Schlagen. Nee, einfach andere. Du siehst vor dir. Ja, die das schon aus... Ach, die können sogar bauen! Ja, mit Rechtsklick. Ha! Ja, die das schon die ganze Zeit machen, die haben doch Vorteil. Yo. Oder nicht? Ding! Weg mit dir, bevor ich meine Fassung verliere. Das ist you, Digga. Komm davon, wenn man mich runterholen will. Du wolltest mich auch runterkicken, oder was? Nein, Mann, ich hab dich nicht geschlagen. Bro, ich lass den armen Jungen in Ruhe. Ist ja cool. Zack, bam. Leute, Fortnite-Skills, Kapi. Hier rüber. Oh, strong. Lukas, ich bin bei dir. Weg mit dir. Ja, nach oben. Ey, wer mich jetzt runterkickt, ne? Ehrenlos. Ich mach nichts, Lukas. Chill. Okay. Nein, du Ekliger. Kurz den Typen zubauen. Stay, Junge, geh weg. Ich glaube, ich bin gut dabei, Bro. Du Ekliger, lass mich! Nein, Lukas! Ey! Alter, let's go. Bro, das ist doch kacke, wenn du mich jetzt stream snipest. Guck mal. Dritter. X, Denno, ehrenlos. Ganz ehrlich, ey, Leute, Denno, du musst das Ziel erreichen, das ist ehrenlos. Ich war schon aber gut am Start dafür, fürs erste Mal. Du warst wirklich gut, über mir war genau das Ziel. Über mir war genau das Ziel? Platz 7. Über mir war genau das Ziel. X, Denno, bitte aufhören. Oh, 6 und? 1! 6 und 3, insgesamt 9. Krass. Ich hab nur eine 5. Ich hab nur eine 1. Ey, dieser YOLO-Drache, aufpassen. Er ist wirklich gut. Er hat gestern ganz... Weißt du noch, du kommst? Ja, Ereignisfeld, plus 2. Boah, oh, das ist das Circuit. Paintball. Das ist erster, YOLO-Drache und ich. Nice. Freier Fall. Oh. Erreiche das Ende der Karte, ohne Fallschaden zu bekommen. Nee, oder? Keine Ahnung. Ja, doch. Das Dropper. Ah, mit Wasser. Dropper, okay. Ins Wasser springen. Ja, oder Schleimblöcke. Wasser oder Schleimblöcke sind unten. Einfach runter irgendwo. Let's go. Hast du es geschafft? Ah, wieder hoch, okay. Oh mein Gott, ich wusste ja nicht, dass man da hoch wieder muss. Yo, was sind das für Maps? Wohin? Wo hoch muss man? Zum Wasser. Aber was heißt hoch? Was meinst du mit hoch? Ja, da ist so Wasser. Man wird von den Slimeblöcken hochkatapultiert, dann ist da so Wasser. Oh yo, woher soll man das denn? Ja, ich wusste es auch nicht. Ja, du bist so schlau, Lukas. Ich hab's nur gesehen. Aber scheiße, es kennen eigentlich voll viele anscheinend hier. Keine Ahnung. Vor mir sind auf jeden Fall ein paar Leute. Boah, Stace, first try in diesen kleinen Wasser rein. Nein! Stace, du bist gerade in den Pool reingesprungen. Wo ist jetzt das Wasser? Wo du mein Handy rausgeholt hast. Ach, da oben. Ich hab das Video immer noch. Tschüss. Mein Gott. Oh mein. Boah, wie viele Leute sind ja Miki's gut, da sind schon welche durch. Ja, ich sehe schon, hier sind richtige Sweats dabei hier. Ja, die haben das 1000 Mal schon gespielt. Bist du göttlich? Ja, normal gönn ich nicht. Bist du göttlich, Digga.
Na, hey, ich bin immer noch Erster. Also, wie ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen zu viert in eine Runde rein. Ja, die haben das schon tausendmal alle gemacht. Ja, deswegen kommst du ja rein, deswegen ist das der eine ist gerade rückwärts gelaufen, das Stiller ist vorwärts gelaufen. Wieder nur eine 2? Noch eine 6. Hä? Ich halte hier zurück, nur noch 6 zusammen, Mann. Sue macht Mu! Hey, Sue, du bist 9. Gar nicht mehr so schlecht. Wo siehst du das? Ich hatte gesagt, auf die Trophäe drücken. Bei mir bin ich aber relativ weit hinten. Ja, aber das steht 9. Elytra rein. Okay, ey Jungs, das können wir eigentlich von YouTubern. Abhauen, oder was? Ja. Wo muss ich durch? Durch diese Nullen, oder was? Durch die Ringe. Und wann geht's los? Du darfst keinen Ring verpassen. Jetzt. Krieg ich Boost oder so irgendwie? Nee. Oh, ich hab Ring verpasst. Ich auch. Was? Ja, guck mal, das Ding ist, man weiß ja nicht, wo die Ringe sind. Bro! Checkpoint? An sich einfach. Wenn man weiß, wo die Ringe sind. Hui! Hey, Sue, ihr habt schon. Nein! Oh, Slay ist auch überholt. Digga, also dieser, also Versucherer, Bro. Ich hoffe, du bist genauso gut in der Schule, Bruder. Da unten war's. Er ist jede Runde Erster, ne? Ja, ja. Ich glaube, er spielt nur mal Party. Ja, ja, der macht Ausbildung in Zytoxien. Zu lange. Der Taxien. Taxien, guys. Ey, ich bin ein bisschen. Ich hab noch nie das Spiel gewonnen, glaubt ihr mir. Achter Platz, Leute. Eine 1. Ja, okay, 2x6 gewürfelt, die 1 zu verdienen. Zitashi, was geht? Nein. Zitentasch? Zitentasch. Bokuxio, es kann so schnell sein, von 1. auf 6. jetzt, weil ich nur einmal doof gewürfelt hab. Also, man kann. Ja, aber was bringen die Minigames? Wenn du Erster, Zweiter oder Dritter bist, kriegst du einen extra Würfel. Genau. Aber das Spiel ist jetzt eh nach der Runde vorbei. Oh, heißer Boden! Nach der Runde ist eh vorbei, dann geben wir ein größeres. Ja. Sue, nicht stehen bleiben. Naja, easy. Einfach nicht stehen bleiben. Ja, die Blöcke, auf denen du läufst, gehen weg. Also auch von den anderen Leuten. Das heißt, alles hinter dir geht weg. E-Run oder was? Ich würde F5 drücken. F5 in diesem Modi. Danke, guter Call. Wenn du das Timing mit dem Springt hast. Ey, Digga, guck mal, wie er mich gefokust hat. Jodeldrache, du wirst es sehen. So, bann. Was? Oh, das war strong. Gefährlich. Gefährliche Hase. Lange, kleine, schmale Nase. Man kann natürlich auch noch einen Block. Oh, Sue, du hast ihn hinter dir hochgenommen, ne? Du kannst wieder nach hinten eigentlich, ne? Sicher? Ich vertraue dir, Digga. Einer Sprung? Ja. Jetzt links. Strong. Ich hab mich selber! Ja, die Fader kannst du jetzt alle mitnehmen. Nein, ich bin ausgeschieden. Chill, mach auf locker. Sue, Top 3, kein Druck, aber so schon. Sue, Top 2, Top 2, 1 gegen 1. Der hat mehr Fader als du, der hat mehr Fader. Sue, du musst. Ja. Gar kein Druck, Sue. Nein, warum soll ich nervös sein? Schade. Der Typ hatte noch halbe Antarktis da oben. Der hatte ja alles noch. Egal, Zweiter, ich bin zufrieden. Ich habe mich aber selber getunnelt. Gut, Leute, oder? Ein Like dafür da lassen. Danke für gar nichts. Jetzt kriegst du Würfel. Silberwürfel. Yeah! Silber, kann ich das direkt einsetzen? Das wird automatisch. Guck, du würfelst erstmal normal und dann kriegst du es noch ein. Aber das Spiel ist jetzt eh vorbei. Dieser Versucher, Digga, hat uns alle hochgenommen. Das macht voll Bock. Ey, Versucher, du darfst ab heute nicht mehr mitspielen. Das macht voll Spaß, aber. Ja, und jetzt guck mal, spielen wir ein größeres und dann macht's richtig Spaß. Er schreibt GG. Ja, war knappe Runde, ja. Ich bin 40 Felder hinten. War knapp. Versucher. Zurück zur Lobby. War okay, war cool, war interessant. Wir müssen nichts machen, du bist ja Gruppenanführer, ne? Ist das? Ja. Oh, ich look on the bright side of life. In Minecraft-Version finde ich gut. Boah, Junge, wie viele auf Mario Party jetzt plötzlich sind. Ich will mit euch Donkey. Ey, seid ihr schon in der Lobby? Ah, jetzt. Leute, würdet ihr es feiern, wenn wir unseren eigenen Server machen? Jungs, kommt in Donkey Kong Dschungel. Oh mein Gott, guck mal. Ey, Jungs, jetzt hier 75 Felder, ne? Das wird lange gehen. Also schon ein bisschen länger.
Wichtig ist, alle müssen schnell sein, ne? Es können nur 24 Spieler mitmachen, also die schnellsten werden so hier. Community-Server wäre schon geil, Leute. So ein Community-Server, extrem geil. Ja, los, ich weiß nicht, Digga, weil dann hätte man so richtig Grund rein zu grinden in solchen Minigames. Das wäre krass, ja. Das ist sehr krass. So mit Leaderboards und sowas, ne? Und den Shoutouts und sowas. Und ich glaube, oh, bei mir alle schreiben ja. Ich glaube, das wäre heftig. Leute, ihr müsst auf dieses neue Kampfsystem auf Donkey Kong Jungle und dann links unten auswählen. Also was soll ich jetzt auswählen? Was soll ich machen? Du gar nichts. Okay. Oh, Versucher. Dann mache ich gar nichts. Nee, ich nehme Wario. Wario ist gut. Aber Java-Version. Ey, es gibt ja auch Super Smash, ne? Oder eine Version, wo alle drauf können. Geht das? Ja, Stacey, passt das so bei dir, Wario? Ich weiß nicht. Stacey sieht echt aus wie Wario. Dein Ernst, Digga? Du siehst aus wie Waluigi. Und Mirkan redet nicht. Nein. Bowser, Digga. Super Luigi. Bowser. Super Luigi. Hey. Was müssen wir machen? Noch nichts, wir warten noch, bis die Runde losgeht. Da, du siehst, ach, da oben, ist, eine Minute! Nein, aber nee, viele Leute reinkommen. Noch drei Leute, Angebot, schnell. Donkey Kong, Shitoji ist deiner Gruppe, ist dem Spiel beigetreten. Hä, kann jemand mal callen mollen? Soll ich mal zufügen hier? An die, die jetzt noch nicht reinkommen und nicht verstehen, ihr geht auf Mario Party neues System, wählt da Donkey Kongs Dings aus und drückt unten links aufs Spiel beitreten. So, jetzt soll eigentlich alle reinkommen können. Jungs, was denkt ihr um 11:11? Meint ihr, die Server sind online um 11:11? Ja. Nein, guten Morgen. Was geht? Hä? Wer ist das? Das ist Zietentasch. Was ist mit seiner Stimme passiert? Hä? Ja. Oha. Kann passieren. Itachi ist jetzt ein Mann. Er ist halber Stimmbruch. Ika Dschungel. Halber Stimmbruch, werd nicht falsch. Los geht's. Ey. Ich sehe, wie funktioniert dieses Game. Ich weiß nicht. Hä, von was war das nochmal zu? Los geht's. Ey, das sagt Alfi die ganze Zeit im Discord, Bro. Ey, ich hatte 5 gewürfelt, ohne dass ich es wollte. Los geht's. 1! Ich krieg die ganze Zeit 2 oder 1, wie schlecht. Ja, dann müsst ihr in den Minigames hier zeigen, was ihr drauf habt, ne? Aber trotzdem Platz 4. Warum steht bei mir Platz 4 Platzierung? Oh, Drachen, Spaß. Flüchte vor dem Drachen und versuche dabei nicht herabzuschauen. Oh, das ist geil. Jump and run. Guck mal, seht ihr vor uns und hinter uns Enderdrache. Er wird immer F5 schneller. Oder ohne F5? Ja, ohne. Aber du hast einen Schub. Ihr habt einen Schub. Mehrere, der lädt sich wieder auf. Wie kann ich den Schub aktivieren? Rechts. Ja, Bro, Maschallah, ja. Der ist vorne, der Versucher. Ich bin Zweiter, aber gerade hinter Versucher. Der Typ ist gut. Warte, weiß er, dass man hier spammen muss, Leertaste bei Treppen? Ja, weiß er natürlich. Wie, man muss spammen? Das ist ein bisschen wieder crazy. Ja, bei Treppen kannst du spammen, dann bist du noch schneller. Wusste ich nicht mal, ne? Ich bin in ihm. Komm, ich kann das schaffen. Ich nicht. No! To the end of the road. Ey, Versucher, bleib stehen, Junge. Oh, er ist auch rechts. Er macht das gleich wie ich. Das ist voll genau cool gemacht, feier ich. Nein, ich hab meinen Boost verkackt. Ey, ich bin so runtergefallen, ne? Wie kann man den Boost am besten benutzen? Bro, absolut gar nicht. Ja, er hat den Effekt benutzt. Bin nur noch. Gar nicht benutzen? War's doch. Benutzt er einfach Geraden oder so, vielleicht mal schneller sein jetzt. Ich bin so kacke. Bro. Ich war Zweiter. Ich bin auch runtergefallen. Oh mein Gott. Wie könnt ihr da runterfallen, Jungs? Ja, so krasse Abkürzungen und sowas nehmen. Ach du Kacke, bin ich schlecht. Der eine rennt sowas vom Drachen gerade weg. Hä, da ist auch gerade drin. Ich checke jetzt das mit dem Boost, Jungs. Mhm. Guck mal, wie die mir das nicht sagen. Boost fusen. Ich glaube, der Drache ist. Gibt's eigentlich noch Susie? Was? Gibt's noch Susie? Lass Susie in Ruhe, okay? Ey, ihr seid gleich alle so tot, dieser YOLO-Gamer und so. Shu, wo bist du? Boah, Shu, pass auf, oh mein Gott. Bin noch gut dabei oder nicht? Nee, absolut nicht, Bro. F5 war keine gute Idee, Leute. Bombe gelegt. Ey, aber ist echt cool gemacht, war ja ich. Warum ist der Drache so schnell? Ja, ich sag dir, wir müssen schnell. Bist du einer, das geht ja unendlich, bis der letzte ist. Oh. Komm, versuch da und Dings da oben, guck mal, wie die davon so Battle haben. Ey, wollt ihr nicht. Wow. Einfach mal Leute von der YouTuber-Insel, da machen wir eine Private Lobby, Bro. Also irgendwie.
Wenn wir genug werden, keine Ahnung. Für Private. Also ist ja gar böse gemeint, aber das ist ja jetzt einfach nur echt, man wird ja eh nicht Erster oder Dritter. Drei. Bye, Bro. Wow, oh, aber schafft das. Sagst du? Und viele Minispiele kommen auf Glück. Ja, hoffe ich. Hey, ist auf ein Feld! Ja, ich bin auch da, moin. Wir sind Platz 4, ne? Du bist auch Platz 4 dann. Alter, ich bin mit Basti GHG auf dem Feld. Mach das, also ist das richtig? Platz 3 steht bei mir rechts. Ja, die wurden wahrscheinlich nach hinten geboostet wegen Bowserfeld. Heiße Kartoffel. Jungs, gib die heiße Kartoffel vor Ablauf von der Zeit weiter, ja. Mit Linksklick gibt man weiter oder Rechtsklick, ich muss selber testen gleich. Ich glaube Linksklick. Ja. Und da, wo die Kartoffel explodiert. Hey, Lukas, geh weg. Oh. Da, wo die Kartoffel explodiert. Ich hab's dem Fake Lukas gegeben. Lukas! Da, wo die explodiert. Oh mein Gott, Tatschi, es tut mir so leid! Letzte Sekunde. Was muss ich machen? Wenn du jetzt das machen, dann musst du abnehmen. Gewinn jetzt das Ding. Nein. Hat mich nicht getötet. Jurel! Nein! Alles gut, alles gut. Aber das ist cool, Leute, da geht's einfach nur um Glück. Ja. Power-Up! Was ist ein Power-Up? Bei 0,5 Sekunden hab ich sie gegeben, oder? Ich hab gesehen, Bro, ich mach direkt. Das war so krass. Hey, Lackschuh-Junge! Lackschuh-Junge! Geht einer von euch noch? Das macht Bock. Seid ihr alle down, Junge, oder was? Alle down, 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 down. Ja, aber hier sieht man uns, wie viel Zeit man hat. Bonas, danke, Junge, danke, danke, danke. Das hab ich grad Junge gesagt. Junge! Bald ist 11.11 Uhr, Jungs, bald ist 11.11 Uhr. Hey, Sue, darf man mitmachen? Klar, versuch reinzukommen. Try it, man, try it. Bin ich doof? Ist PvP-Ente nicht auch auf die YouTube-Insel? Bin ich los? Nee. Aber das ist so eine andere Ente, oder nicht? Irgendein Chicken? Ja, so ein Chicken Wing. Ente und Ente. Der ist Hühnchen süß-sauer oder sowas, also um den muss man sich keine Sorgen machen. Nur Ente. Was geht? Wie lange dauert das noch? Boah, die haben gerade Battle. Die haben Battle. Boah, das ist bestimmt geil. Oh. Boah. Wie Männer machen die. Wie Männer klären die das. Oh. Geiler läuft weg. Boah. Oh mein Gott. Beide haben gewonnen. Beide? Ja. Krass. Die haben das Spiel einfach geflaxt. Die sind einfach Macher, kein Kracher. Du siehst die Zeit oben, er wusste es nicht. Oh mein Gott. Fünf, Digga. Ich hab eine 2, das ist doch Schiebung. Ich hab eine 2 und ich bin direkt auf den 8. gerutscht. Schiebung. Ach Leute, jetzt bin ich 7. dadurch. Aber Jungs, wir haben alle nicht so viel Abstand. Der erste braucht 7. Guck mal, Jungs, das ist machbar, ne? So, okay, das kommt jetzt, das kommt. Ich hoffe irgendwas mit Reisen nach Jerusalem. Hoch hinaus! Oh nein, ich hasse das, ich hasse nein, das. Nein, ich kenne das nicht, aber ist nein. Das ist Mario Party, nach links und rechts springen und so. Doodle Jump. F5, nee, ne? Nee. Ich würde, glaube ich, schon sagen, doch. Bei Doodle Jump safe. Nein, Bro. Doch, F5. Hä? Bro, man, da springe ich hoch! Bro, ich sehe einfach nicht, weil alle auf einem Fleck sind. Brium. Wo wärst du so weit oben, Digga? Wer hat seine Seele gekauft? Brium. Ich bin gut dabei, Leute. Ich bin gut dabei. Ja, du bist genau unter mir. Brium. Ich bin echt gut. Ich war ganz oben, bin runtergefallen. Hä? Cheatet da irgendjemand? Warum ist grün am Start? Was wird. Ach, Checkpoint. Mhm. Hä? Die Tasche, geh weg! Zieht ein Tasche? Ja, das hab ich gemacht. Ich bin Erster. Du bist Erster? Ey! Ich war Erster. Spaß, keine Ahnung. Bro, der Abstand wird immer größer von den Blöcken, ne? Bro. Der Sucher ist schon durch? Der Typ cheatet. Also, Bruder. Der Typ der kommt aus der Schule und ist direkt in Mario Party drin. Schule? Krass. Ich wollte gerade sagen, guck mal, es ist gerade Osterferien, aber Versucher wünsche ich trotzdem Schule, ne? Das wow. Wow. Versucher fliegt einfach hoch. Ja. Tobi hat gerade in den Live-Chat geschrieben. Noch 11 Minuten, Leute, noch 11 Minuten. Ey, 3. Trotzdem ist Dr. Dog, was der Erste.
Endlich meine 6, dadurch bin ich auf Platz 6 gerutscht. Hab ich ja nicht bekommen. Ist gar nicht. Stays YouTuber. Heißer Boden. Das hatten wir schon. Da habe ich ja grasiert, ne? Ich glaube schon, ja. Du bist Zweiter geworden, diesmal Erster, sagen wir so. Lass mich mal alle in Ruhe. Es geht los, Leute. Oh. Riskant, was ich da mache, aber Leute, ich riskier's. Ich bin ausgeschieden. No risk, no fun. Einfach schein. Warum muss er mich jetzt nerven, hä? Warum? Gefährlich. Gefährliche Situation. Gute Situation. Das ist mein Spiel, Leute. Das ist mein Game einfach. Nicht! Oh Mann. Mann. Hier ist F5 Kack gewesen. Boah, ich hätte noch so viel, Leute. Ich hätte noch so viel, hätte ich diesen Jump geschafft. Ich hatte das meist. Gar nicht. Wer ist das denn? Itachi, bist du auch runtergefallen? Bro, ich bin so kacke, Digga. Ja, ich bin auch so echt. Ich hatte noch so viel, ne? Ja, safe. Also wir hätten noch richtig viel. Ich glaube, wir hätten uns richtig gegrieft dann. Der Mod halt, das ist kein Mod. Ich fang an auf einmal langsam zu. Selber, ich selber. Vanilla. Ich wollte Vorgeist-Taktik machen, bisschen warten. Vanilla Pudding. Achso, ey, auf dem Server gibt's auch Vorgeist, ne? Hä, ehrlich? Ja. Ich das ja. Macht. Auch mit Grabben? Ich will ich auch mit ja, eins! Das ist nicht der Ernst. Vier, ich auch. Sechs. Four. Ich bin Elfter. Und der Abstand zum ersten wird immer größer. Ja. Welches Spiel spielen wir jetzt, Freunde? Wir spielen Mini-Survival-Game. Was ist das? Welches PvP ist das jetzt? Okay, PvP, da kann ich das holen. Die Kisten, loote und schlag. 1 Punkt war es, PvP. 12. Das ist das neueste PvP. 1,18. Nein. Er hat ausgemacht, das Dings. Wo finde ich was? In Höhlen, Möhlen? Ist das neue oder alte? Alte. Hier ist doch keins drinne! Arthur, du musst spammen, ne, beim Schlagen. Ach man, ich hab doch nix. Ey, warum tippt also, ihr? Ja, bei mir auch. Crazy, also Mann. Mit Liebe, ich guck nicht. Ey, ich schwöre sogar, ne? Ich werd einfach angegriffen. Ey, das ist so ehrenlos. Die wissen halt, wo die Spots sind. Die wissen direkt, wo die Items sind. Schade. Nein, das ist alles random. Ja, aber die wissen ja, wo die Kisten sind, Bro. Nein, das ist random. Das ist random. Als ob die Kisten random irgendwo platziert werden. Ja, die werden random gemacht. Okay, lass mich. Lüge. Ich spawn 3 Leute direkt. Lass mich! Ich hasse Arian! Lüge. Oh, Sitashi. Sitashi, hast du nichts? Bro, doch, aber ich wurde eben von 2, 3 Leuten verfolgt. Hä, Sitashi, wie schlau es ist, dass du dich unter der Brücke versteckst. Danke, Mann. Du kleiner. Bester Mann. Du kleiner Go. Ich muss erstmal regenerieren. Wie langsam regeneriert man hier? Was ist das? Ich lese in der Zwischenzeit das YouTuber-Inselbuch. Hey, was ist das? Oh. Bro, ich habe immer noch nicht volle Herzen, da sonst würde ich reingehen. Ah, der Dog-Bewahrer wurde von beste Future Produktplatzierung. Ah, ja, ich habe erst Kapitel schon durchgelesen, ne? Ehrlich? Ich habe es gar nicht zugesendet bekommen. Warum? Guter Freund. Gute. Gute. Ich sag dir, was Kapitel 11 ist. Wann bekommen wir unser Buch? Oh mein Gott, Zitashi, bist du reingerannt? Ja, Bro. Oh, Zitashi lebt noch? Oh, Ryux, der hat mich geholt. Der ist nicht schlecht. Oh, Zitashi mit gutem Loot hier. Zitashi, full verzaubert, Kapi? Kann man nicht mal. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ja, brauchst du XP-Bottles oder nicht? Ey, die kämpfen. Du könntest abstauben, alle drei, ne? Schnell, kämpf. Itachi, geh rein. Zeig, dass du YouTuber-Insel bester Spieler bist. Bam! Boy. Itachi, Junge! Oh mein Gott! Itachi rasiert, Leute! Wir machen jetzt auf unfair. Equip es geht, Itachi, komm! Zeig! Du bist nicht umsonst, Itachi! Du hast keinen Helm an! Bro, Concentration! Er kommt von der rechten Seite! Er ist vor dir! Er sieht dich nicht! Gib den Bogenhit! Meine Damen und Herren, Itachi macht die gute Hits, Leute! Deshalb ist er richtig stark hier am Start! Oh mein Gott, Leute! Spaß! Itachi, du hast Ketten-Dings. TNT? Er hat keine Chance, Bro. Er hat gar keine Chance. Er hat richtig Angst vor dir. Er hat Angst, Junge. Er hat gesehen. Oh mein Gott, gegen einen YouTuber-Inselspieler hat er keine Chance. Checkst du das? Danke, Fiat.
Danke. Wirklich guter Junge. Du hast unsere Ehre, unsere nicht vorhandene Ehre verteidigt. Ohne 6. Schon wieder. Und dann würfel ich erstmal eine 1 danach. Ich hab echt keine Ehre. 1 und 4. Schlechter geht's nicht. Hey, wir sind auf einem Feld. Der Kampf beginnt. Ich bin crazy, Bro. Es ist schon wieder Zeit. Ey, da ist ein Yummy-Skin. Und Alfie-Skin. Ich bin 10. Ein dritter Skin. 7. Gutes Würfel. Oh nein, Glück. Kann es sein, dass du Elias, danke schön. Versuche den schnellsten Weg durch dieses Blöcke-Chaos nach oben zu finden. Was? Okay, 10 Blöcke können abgebaut werden. Ich verstehe. Welche Blöcke können abgebaut werden? Noch 5 Minuten, Leute. Noch 5 Minuten. Können wir hier bauen? Ich habe nicht zugehört. Was muss man machen? Einfach hoch. Wie, nach ganz oben? Ja. Ich habe die Blöcke alle jetzt platziert. Das ist schlecht. Du kannst sie wieder abbauen, ne? Ich gehe nach unten. Oh, ich bin ganz nach unten. Wow. Ist vielleicht besser so. Nein, man muss nach oben kommen. Das ist das Ziel. Ich bin aber ganz unten. Also. Ja, ich habe in dem Moment nicht zugehört gehabt und dann habe ich alles schon platziert gehabt. Och, Mann. Ist so dunkel hier. Okay, neuer Start. Ich fall wirklich ganz runter, das ist Wahnsinn. Ich fall ganz runter. Okay, ach, okay, immer auf. Ich hab eine Idee, oh mein Gott, ich hab eine Idee. Wait, muss man nach ganz unten? Ganz oben. Nein, nach oben. Ich hab eine Idee, Leute. Wir werden jetzt... Okay, nee, das dauert zu lange. Nein! Nein, das klappt nicht mehr! Nein! Ich wollte cheaten. Das ist eine Kack-Map, das macht keinen Bock. Ich auch. Das andere eben gerade beim Zugucken hat schon Spaß gemacht. Ah, oh, wow. Ja, oha, Zitashi, Digga. Wow. Hat's einfach geschafft. Zitashi auch back to the school, bitte, danke. Hä, Digga, ich bin nicht so ein Schwitz. Hast du mal diesen Mr. Dog war da gehört, gesehen? Ah, guck mal, sein Name ist Programm. 5. Weißt du, wer du. Keine Ahnung. 5 und 4 ist okay. Ey, ich hab wieder eine 6 gewürfelt. Ich bin 2er, Mann. Ich finde die Tasche 5 und 4 ist in Ordnung. Bro, ich hab eben 1 und 4 gewürfelt. Ich bin dir ehrlich. Replika. Oh mein Gott. Nachbauen. Replika kennt ihr, ne? Also, es ist Montagsmaler und sowas, ne? Ja, Bro. Oh. Wie viele Runden gibt's insgesamt noch? So eine. So, wie funktioniert das? Was muss ich machen? Einfach nachbauen. Guck auf den Fernseher und baust nach, Brudi. Ich soll das nachbauen! Nee, baut automatisch. Wahrscheinlich ist das wieder falsch rum. Wir müssen eh hier gleich auf, Leute. YouTuber. Verbindung trennen, so ein Ding ist das. Ich würde das Spiel verlassen. Wir gucken jetzt YouTuber-Insel. Leute, ich werde für euch den Test machen. Elf Uhr elf gleich, Leute. 11:11 Uhr. Einer hat schon komplett durch. Was? Natürlich Mr. Dog-Typ. Ja. Was hab ich falsch? Also sein Name echt. Atomuhr. Ich hatte eine Sache falsch oder so. Hä? Was hab ich falsch? Okay, Buddy, ich erkenne hier halt nichts. Ich will's mit Schäfer. Was Ding ist das? Popel? Benimm dich. Bro, ey, Mustafa, das? Ich benehm mich doch. Ach, ich hack drauf, hoffentlich, kein Bock. Hoffentlich geht es, das war krass. Oh Gott, Platz 2. Wer von euch glaubt, dass es gehen wird? Ey, ich bin euch, lief auch, Bro. Also. gibt's irgendwelche Server, wo nicht irgendwie. Ja, Gomme. Kleine Tiger Woods von Minecraft unterwegs sind, Digga? Ich sag nein. Tiger Woods, Bro. Also wir könnten halt, es gibt so auf Gomme zum Beispiel Bad Wars mit 60. Ey, an euch YouTuber, glaubt ihr, das wird gleich klappen um 11:11 Uhr? Ich glaube nicht. Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist eine schöne Theorie, aber sie wird zu schön, um wahr zu sein. Ja. Aber Stu, was habe ich da gehört? Ich bin konnte in den Stream rein und habe auch ein bisschen zugehört und erfahre einfach, dass Reini alles wusste vorher. Ich habe ihn sogar angerufen. Und ich rätsel da 5 Tage rum, um herauszufinden, was es ist. Er wusste einfach alles. Bro, wir waren sogar in diesem Labyrinth. Bro, wir waren 2-3 Tage in diesem Labyrinth gefühlt.
Okay, so lange nicht, aber weißt du noch diese eine Aufnahme, wo wir da 3-4 Stunden durchgerannt sind, bis wir dieses komische, die Bibliothek da gefunden haben mit diesem Raum? Ja, das hätten wir uns auch sparen können. Wir haben uns komplett verirrt beim Rausgehen auch. Ja. Und die Sache ist ja sogar, ich dachte die ganze Zeit, die Entscheidung ist es, ob wir unsere Köpfe opfern oder nicht. Und nicht, ob wir das Portal öffnen. Ich dachte die ganze Zeit, wir müssen das öffnen. Vielleicht hätte... Aber Reini wusste ja, dass die Entscheidung eigentlich ist, ob wir das Portal öffnen oder nicht. Weil er das in dem Buch hatte. Ja. Vielleicht hätte dadurch so viele Streitereien wären uns erspart geblieben. Ja, das wäre krass gewesen. Leute, noch 30 Sekunden. Vielleicht kommt eine Meldung oder so. 11.11 Uhr sagst du. Einfach Fortnite-Event. Ich fühle mich wie in Fortnite. Solange lese ich euch was vor. Siu sah sich um. Dieses Mal hielt sich niemand. Okay, Spaß. Wir gucken jetzt, Leute. Wir gucken. 11.11 Uhr. 11.11 Uhr. Nein. Na, ich komme nicht auf. Kommst du auf? Bei mir ist nichts. Gar nichts. Es klappt nicht, Leute, es klappt nicht. Das wäre wirklich zu schön, um wahr zu sein. Sag schnell eine Zahl, von 1 bis 70. 61. 61. Sehr elegant, bemerkte Siu anerkennt. Na dann komm rein. Candy machte eine einladende Geste und Siu trat vorsichtig durch die Haustür. Misstrauisch beugte er die Umgebung. Er wollte Candy wirklich vertrauen, aber wenn es doch eine Falle gibt... Will ich nicht blind hineintappen. Und ist der Server on? Das steht auf Seite 61, Leute. Sag mal, ist der Server on? Nein, Server ist nicht online, Bro. Warum? Fabienne, danke für 5 Schweizer Franken. Oh mein Gott, das ist das mit Warden. Sehr gut, Kaya. Da hat jemand aufgepasst damals. Sehr gut, Kaya. Ich bin stolz auf dich. Es klappt nicht, Leute, es klappt nicht. Ja, was machen wir jetzt? Also, Bro, ich habe wirklich so lange die Sachen angeguckt. Es macht, alles andere macht wirklich gar keinen Sinn. Es muss irgendwann heute online gehen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Ich sag immer noch, es ist ein April-Scherz und es kommt am Montag online. Bro, das wäre kacke. Also, das wäre geisteskrank kacke dann. Also, wenn das Tobi so programmiert haben sollte, wäre das nicht gut. Montag. Denkst du immer noch, Tobi ist dafür verantwortlich, dass der Server down ist? Bro, wer sonst? Sein Vater oder was? Guck mal, bei der Sache stimme ich mit Reini überein. Ich glaube, es ist nicht so gelaufen, wie es geplant war. Ich glaube, es war nicht geplant, dass Tobi da stirbt in diesem Moment. Denkst du wirklich, das war geplant? Alles von Tobi? Ich glaube, Tobi macht auch Fehler. Und ich glaube, Tobi ist ein Fehler unterlaufen, Sio. Ich glaube, wenn das wirklich am Montag ankommen sollte, verlasse ich die Insel. Siehst du es dann nicht mal ein, weiter zu zocken? Auf gar keinen Fall. Wenn ich das nicht so mit mir spiele. Also sagst du, du lässt dann die Finger von dem ganzen Projekt? Achso, ist ja schon 11.11 Uhr. Ist nichts passiert, ne? Wenn Space geht, gehe ich auch. Wenn MBK geht, dann mache ich auch nicht mehr mit. Schade. Lotus Clan. Lotus Clan. Lotus Clan? Wow. Ich habe einfach einen Rang. Was ist Premium Plus, Digga? DommeHD.net. Wo hast du Premium Plus? Hä? Das ist schon der YouTuber-Rang. Echt? Digga, ich bin das erste Mal geduldet. Nein, Premium Plus ist nicht VIP, ist YouTuber-Rang. Aber ich habe mir noch nie irgendwas gekauft hier. Was ist das? Anscheinend schon. Geschenk bekommen, maybe. Ich weiß nicht. Still come, Gomme! Warte. Wir könnten so eine 60er-Runde Bad Wars oder so spielen. Und dann jeder YouTuber hat ein Team oder sowas. Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Wir spielen alle zusammen. Haben die Scissor IO verändert? Master will das. Oh, Master ist echt clean. Okay, Sio ist in Scissor IO drin. Und Sio, wir haben übrigens auch Gomme. Gomme haben einen eigenen YouTuber-Entwickler. Ehrlich? Also, ja, wir haben einen eigenen YouTuber-Entwickler auf Gomme. Dann müssen wir echt unseren eigenen Server machen. Ich glaube, die Leute hätten Bock. Pista, wo bleibst du, ey? Es reicht langsam. Ruft jemand Pista an? Ja, lad ihn mal ein. Guck mal, wir können doch echt gleich Master Builder spielen, Tio. Ja. Junge, ich schwöre, was ist Master Builder? Guck mal, Tio. Hör zu, nein, nicht an. Tio, komm einfach online. GOMMEHD.net. Komm. Ist das so ein Streaming-Spiel? Ja. Doch. Ja, klar. Feiern die Leute da?
Ja. Ey, die Leute feiern das, glaube ich, ehrlich. Ich weiß nicht, Leute, was Dankeschön. So safe, oder? Es Gut. kommt auf dich und andere an. Also, es ist lustig. Warum? Du bist nicht online. Warum ist das stehen geblieben jetzt? Hä? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Ey, hört ihr noch was Sue? Was ist das für eine Schiebung? Hört ihr noch Sue, wie ist Sue, dein Internet, hallo? Test. Ja, leck krank, ne? Ja, egal. Sue, komm, wenn du uns hörst, komm, komm. Die verarschen mich doch gerade. Schade. Okay, was soll ich eingeben, Master Builders? Ne, gommehd.net. Das, was ich da vorgeschrieben habe heute. Und da macht man Master Builders? Ja. So. Boah, du kannst ja auch so 1 gegen 1 gegen Community und sowas machen. Dann kann ich dich einladen. Hast du mich schon eingeladen, ist das? Ich möchte nicht von dir eingeladen werden. Aber bitte, MK. Ihr müsst, wie im Slash-Party, ja? Mhm. Okay, warte, MBK. Ich komme. El Primo. Lukas. Und jetzt, ja. Jude, ich gebe das jetzt noch einmal ein, ne? Mein High-Protein-Vanille-Pudding. Kannst du auch PvP machen. Jude, bist du online? Komm, ich log mich ein. Also hier üben zum Beispiel Tridan, ich und Zitashi die ganze Zeit Büste-PvP und sowas. Mit anderen Worten, ihr seid... Was? Oh, jeez, er hat gewonnen. Wie hat er gewonnen? GG. GG, Jojo, Lala, let's go. Oh, er hat mir einen Tipp geschrieben. Der echte. Es ist kein April-Scherz, Lukas. Oh. Okay, was jetzt? Wo bin ich? Wo soll ich hin? Lia, Dankeschön für 1 Euro. Jetzt nimm meine Party unten an. Yes. Hab ich? Ist Mirkan drinnen? Ich da. Mit Pischta wäre eigentlich Master, wird das jetzt nicht lustig. Guten Morgen, Stu. Geht immer noch nichts. Nee, Phoenix, guten Lukas. Morgen. Was geht? Leider immer noch nichts. 11:11 war keine richtige Lukas? Antwort. Eine Frage. Oh, warte, ich muss kurz einfach sehr Fortnite Party. Fortnite Event 11:11. Fabienne Caldera, dankeschön. Warum habe ich die Doni verpasst? Wie viel habe ich denn wieder verpasst, Leute? Vielen, vielen Dank, Fabian. Ey, Pischta ruft an. Ey, Pischta, ich hab 6%. Ja, Pischta, du bist auf laut, ich streame. Ich hab den falschen Account hinzugefügt. Was? Er hat ja einen neuen Account auf Discord. Ja, ich aktuell bin. Gibt es viele Betrüger, die dich auf Discord hinzufügen und von dir Gewinne versprechen. Öffne keine Links. Ey, gibt's auch Mario Party, ne? Bin ich jetzt in der Gruppe? Jungs, ja, wir können auch Duos Master Builders, ne? Aber lass du. Ich muss auch erst reinkommen. Okay. Okay. Weil wenn ich verliere, dann habe ich keinen Bock mehr, weil ich ein schlechter Verlierer bin. Ja, okay. Dann Stu, hör mir zu, drück auf das Bett und komm 12. Ey, Mirka, komm, Team 9. Nein, schnell. Ich sag dir ehrlich, ich bin der beste Spieler. Ich bin der beste. Du wirst der Beste sein. Oh, ich sehe sehr viele bekannte Namen hier in der Runde. Stu, jetzt will ein Thema auf, was wir bauen. Ach, warte, wir spielen. Ey, ich dachte, wir spielen Bad Wars. Bauen! Eins, ne? Master Builders. Was jetzt Besen machen? Oder Film? Sag alle mal Videospiele, okay. Besen. Videospiele? Ja, ich hätte auch Besen. Jetzt ein bisschen creative. Wir müssen irgendwas machen, Videospiele und später. Du wirst einfach sehen. Lass einfach irgendwas heftiges. Was ist mit Concrete am besten? Mit Concrete. Wir sollen jetzt was bauen. Ja. Also zusammen halt irgendwie Videospiele. Soll ich Fernseher machen? Du machst Couch und so und dann malen wir auf den Fernseher was? Ja, aber ich mach Fernseher. Warte mal, ihr sagt jetzt, was ihr baut. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann voten doch alle Leute immer für die Sachen von den YouTubern. Das ist doch gar nicht gut. Die gucken doch eh im Stream. Also gerne könnt ihr für mich voten. Ich hab eine Idee, was wir bauen. Oha, was ein Fernseher, Digga. Oh, gut, oder? Ja, alles gut. Mach du den Anfang auch noch mit, weil ich weiß nicht, wer... Fernseher ohne Alterung. 16:9. Ich hatte anfangs überlegt, eine N64 zu machen, aber es wäre zu schwer gewesen. Nein, wir machen was Neueres. Ich weiß was. Okay, wo ist die Mitte? Wir fangen hier an, okay. Bro, willst du keinen Tisch machen? Wo soll der Typ sitzen? Ich bitte dich. Gar nicht. 4, 5. Guter Fernseher. Ich muss überlegen. Ich glaube hier so. Ich mach Aquarium. Ich schwöre, ich krieg jetzt schon Knacks mit dem. 1, 2. Weißt du, was ich baue? Ja, aber warum machst du das Ding? Guck mal, der Hintergrund ist das, was im Fernseher läuft.
Was meinst du? Oh, ich glaube, ne? Ich glaube, es ist egal. Das muss auch weiter. Ja, deswegen mach aber irgendwas Heftiges da rein, okay? Ich kümmere mich um den Stuhl. Aber lass doch nicht 2D machen. Ich habe schon den Hintergrund. Der Hintergrund ist das, was im Fernseher läuft. Ja, 2D kriegt bei mir immer Rack, Digga. Echt jetzt? Ja, wollen wir 3D? Ich hab 2D. Bau das doch. Warte. Nimm uns das Grundlage und dann bauen wir es einfach hoch. Ja. Yeah. Trotzdem gut. Warte, ich baue hoch und dann fangen wir hier an. Okay, warte. Boah, wir müssen mit anfangen. Gut, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann baust du die. Okay, dann einfach. Warte, einfach ein. Warte, ich baue. 2 raus, 1 zur Seite, noch 1 zur Seite und dann runter. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 würde ich runtergehen. Ist, genau. Und dann wieder hier 1 zur Seite. Warte. Ja. Und nochmal 2. Ja, Bruder, was läuft da drin jetzt? Ja, Bro, hast du das noch nicht gecheckt, was im Hintergrund. Bro, du hast nicht gecheckt, was im Fernseher läuft. Ja, Digga, ich würde hier hinter trotzdem noch irgendwas hinbauen, sozusagen. Nein, vertrau mir. Hä? Lukas, sind wir los? Wieso? Bro, trotzdem bei dir und es fliegt nur! Ja, lass hoch machen. Egal, lass die Maße gleich behalten. Wie weit ist das? Nein. Bau so und wir bauen es nach unten hin, dass es nach unten in 3D ist. Okay, stimmt. Warte, ich mach neu. Ja, dann baust du schon mal nach unten. Ich baue hier oben einmal aus. Ey Leute, wisst ihr schon, was es sein soll? Müsst ihr wissen. Bro, meine Hand tut schon weh. Ich dachte, dass ich weiß, ist ganz anstrengend. Boah, nach oben wäre aber cooler, dann hätte ich noch eine geile Idee gehabt. Ja, wir machen jetzt so eine 3D, die liegt, weißt du? Ja, ja. Bro, guck mal, und im Hintergrund ist das, was im TV gerade läuft. So, ich geh jetzt dahin, Bro, guck mal, ich mach Faxen und das ist jetzt so ein auf den TV. Ey, lad mal Pischter Discord da rein. Pischter, wenn du mich hörst, gleich. Boah, guck mal. Die gucken einfach ins Sue-Video. Checkst du die Logik dahinter? Geisteskrank. Wollen wir einfach danach hintergehen? Ja, safe. Und wir machen dann so Faxen. Ich komm gleich gar nicht mehr raus, Lukas, ne? Bro, die Idee ist heftig. Ich kann dich spawnen, dahinter, die wir zu bauen. Geil, ich bitte dich. Sag mal ehrlich, wie gut ist die Idee, Stace? Ist okay. Ist gut. Guck mal, warte mal. Bilder, Rahmen. Wie wird Rahmen geschrieben? R-A-H. Okay. Wir machen so Antenne. Wir müssen noch einen rausziehen, der Seite, glaube ich. Ja, ich baue schon mal. Scheiße, ich hab meine Dings nicht da. Mein Mate ist selber 1980. Ich hab Radio einfach. Guck gerade. Okay. So. Ich schwöre, er ist 1980. Oh mein Gott, smart. Boah, ey Junge, du kannst mir sagen, was du willst, der Stuhl ist Killer. Wir machen ein TV aus 1990. Boah, ich will. Ist Killer, Stu. Ich will lieber den, weil der größer ist, oder? Ihr habt nur 2 Minuten, ne? Ja, schön mal. Ey, wir sind so gut, ne? LED-Stripes. Boah, ja, mach LED-Stripes noch. Boah, shoot, Digga. Heftig. Ups. Hatten wir nicht das Thema Videospiele? Ja, ist es doch, oder? Ja, guck mal im Hintergrund, Aquarium-Game. Fisch-Game. Ja, ja. Wenn die eigentlich checken, müssen wir jetzt noch ein Spiel dumm, Digga. Ballern. Nee, oder wir kämpfen gleich. Ja. Dann ist ja, das okay, ein warte. Kampfspiel. Achso. Wir gehen gleich hier hinter und schlagen und hier so. Warte. Oh mein Gott, ey, ich hab's kaputt gemacht. Okay, mach du. Ich mach einfach mit, sobald ich weiß, was du willst. Ich hab irgendwo noch Glas kaputt gemacht. Alles gut. Ich hoffe, das kennen wir wenigstens. Ja, okay, noch eine Minute, Stu. Wollen wir nicht noch irgendwas Kleines hinbauen? Oha, der Schuh ist voll gut. Bro, lass lieber Dings machen. Lass lieber Dings easy machen. Wollen wir noch irgendwas Kleines hinbauen? Der Schuh ist voll gut. Guck mal, sogar unten. Guck mal, das siehst du gar nicht, ne? Von da oben. Guck mal. Guckst du, komm runter. Warte. Komm runter. Hier. Wir haben keine Zeit mehr. Lass mich erstmal das fertig machen. Achso, ja, mach mal. Hä, schleichen, Rechtsklick? Hier kann ich ja nichts platzieren. Ey, ich hab ne Idee, Stu. Wer hat in der Mitte 2 schwarze? Nimm schwarz, ich nimm rot. Los. Okay, hab. Nimm blau, schnell. Und jetzt bau ein Strichmännchen. Hier. Du kannst dahinter nicht bauen. Sicher? Ey, Digga, ja. Du hast wirklich ja. So am Rand gebaut. Da bau davor, schnell. Oh so? Mein. Aber weiß oder nicht?
Nein, lass dahinter gehen gleich. Scheiß drauf, das schaffen wir nicht mehr. Ja, wieso? Ja, weiß. Guck mal, der Stuhl unten, Sue. Und aha. Nimm einen Block in die Hand. Wollen wir so machen? Oh mein Gott! Nimm Holzschwert in die Hand. Also, welchen Boden soll ich machen? Das ist es. Nimm Holzschwert. So, oder nicht? Nee, das haben wir eh gleich nicht. Welchen Boden soll ich machen? Ist doch egal. Mach rot, ja. Und dann sieht er wie so ein Schminkzimmer aus. Egal. Das ist unser Beauty-Light-LED. Wait, oder willst du so machen? Nein. Beauty-Schwiegen. Wir haben Thema komplett. Ja, ja, ist auch so. Leonardo Di Lucas und Leonardo Di Lucas. War ehrlich gekauft. Mach hier noch 3D-Sommer. Ja, so, wir jetzt hier hinter, oder wie ist das? Ehrlich gekocht. Guck jetzt, wir sehen alle. Guck mal, du hast unten so Farben. Zum Beispiel, das ist wirklich ein... Okay. Nee, ich sag's, es ist sogar super. Nein, ich find's sogar super. Ich gebe auch ein super. Das Digga, Bro, das ist krank. Das seht ihr, ne? Ich find's ehrlich krank gut. Nein, machen wir nicht. Machen wir ehrlich nicht. Es ist gut. Boah, Versucher natürlich, Digga. Versucher, war echt gut gebaut. Ich hätte mal Ice and Bleeding geben sollen. Boah! Schnell, rüber. Fighten. Boxen. Komm her, schnell. Digga, eigentlich soll man nicht... Bam. Bam! Es ist okay. Aber, Bruder... Nein, ey, chill mal. Amazing ist das. Wir sind schon fertig geworden. Das war doch fertig. Hey, bei euch zu Hause gerade, liegt der Fernseher auf dem Tisch? Fortnite! Ich hab's dir gesagt, auf dem Tisch, ne? Sie sagt nö. Ist okay. Ich find's auch nicht gut. Guten Morgen, Ausschlag. Dein Monitor ist aber kaputt, liegt auf dem Boden. Das ist okay. Also ich sehe halt so den Gedanken, deswegen ist okay. Ich habe aus Versehen auf gut gemacht, ich wollte okay geben, scheiße. Oha, aus Versehen zu gut werden. Oh, okay, das ist absolut nichts mit Videospiel zu tun. Ich also ich fand unseres am besten bis jetzt. Ja, ehrlich schlecht. Du musst doch bewerten, ne? Ja, mach ich, okay. Gelb kriegt er von mir. Dein grauenvoll, Digga. Ey, lauf mir Pischer in den Call jetzt, einer. Ich hab Pischer nicht. Die haben unsere Idee geklaut. Okay. Ey, ich schwöre ja. Ich mach auch okay, weil man weiß, gut. Was das ist. Ja, nee, es ist halt 3D gebaut. Das ist halt nicht schlecht. Aber der Gaming-Stuhl von Stays und Zu war gut. Es ist gut. Ja, den hab ich gemacht. Ich hab Pischer nicht als Freund. Pischer ist online. Boah, Nintendo das Switch. Ist scheiße, Digga. Das ist aber 2D, super, dazu super. Ja, deswegen. Egal, aber es ist gut gemacht. Nein, Digga, ja, aber ich geb dir so ein super, Bro. Ich gönn dir das. Ja, so können, ich so find's gut, ich find's gut. Ladybug, Junge. Nein, allein sogar. Das ist krass. Tschüss, was ist das, Digga? Absolut, Digga. Das bist du Hokus Pokus, das ist okay. Alter, hier liegt das neue Buch von Sio. Wo? Oh mein Gott, ist das Buch der YouTuber-Insel? ich seh nix. Weg da. Wait, ist das Pokémon? Oh, das ist richtig gut geworden. Das ist super, also das ist super. Ja, Pokémon. Das ist safe gut, holy shit. Wer hat das gemacht? Lukas. Sucher schon? Digga, nein, das ist auch 2D, schlecht. Ich hab das super gemacht. Das ist 2D, das ist 3D, kommt nach unten und alles. Ja, Digga, trotzdem war das 2D. Sag, der hat unsere Idee geklaut. Bei Videospiel. Das ist gut. Videospiel das ist besser als euers, ich sag euch so. Das ist besser als euer. Guck mal, alle schreibt Kopierer und keiner wusste, was jemand anderes macht, ne? Oh, Gänsehaut, wow. Wow, das Beste von allen. Holzstuhl. Das ist echt gut. Idee ist echt gut. Simpel, sehr simpel gebaut, also nicht wirklich krass, aber trotzdem. Das bekommt mein Eis ableeding. Super. Super, Digga. Eis ableeding. Hallo, meine Damen. Du hieß das früher, ne? Hallo. Ist das früher, mal ableeding. Ey, süß, tut mir leid, dass ich einfach, ich hab verschlafen. Das ist heftig. Das ist echt geil. Ich sag mit diesem Typen so Detail. Hä, das ist super. Ich schwöre super. Ich fand das andere trotzdem geiler. Das ist auch das für mich gut. Ist Gute. Gute. Wer ist Partyleader von euch? Ich. Okay, dann musst du mich gleich. Okay, das ist aber echt schlecht. Also, das ist wirklich kacke. Das ist wirklich Kurvenmonitor. Ist gut, ist okay. Stimmt, ich hab's jetzt erst gecheckt, dass es ein Monitor sein soll. Ich dachte, das wäre so ein Kasten-TV. Nein, ich schreibe einfach Toilette. Einer Toilette. Passt zu MBK. Hä? Wir sind Zweiter? Erste Wort, wo sind wir? Verdient. Ihr seid irgendwie, keine Ahnung. Vierter. Wir sind Vierter. Was seid ihr? Zweiter, Digga. So unverdient noch eine Runde. 1-0. Ey, ladet mal Pischstein. Es ist doch Partyleader. Du bist Obmannführer. Ja, okay. Ich hab dich eingeladen. Lukas offline? Okay, perfekt. Ich würde...
gekickt. Gebannt einfach, hä? Okay, ich bin wieder drauf, ich bin wieder mal. Ey, was soll wir spielen? Wir sind einer zu du viel musst... jetzt für zwei Jahre. Ich sag jeder ich, eine mal was kann man noch machen? 60er Bad Wars, 12 mal 5. Lass Bad Wars machen, ja, Bad Wars, 5er Team. Kennst du TTT? Kennt ihr TTT? TTTT, mach Bad Wars, Bad Wars, Bad to the Wars, Wars, Bad Wars. Digga, jeder sagt Bad Wars, er fragt TTT. Mach Bad Wars. Digga, ich hasse Bad Wars, Digga. Mach Bad Wars. Es gibt kein 5er Bad Wars Fisch. Auch in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte, Bad Wars. Ey Leute, oh mein Gott. Ey Jungs, das ist das größte Team, Bad Wars, was es hier gibt, ne? Team Magenta auf die 1. Tschu, das ist das Bad Wars, was eine Stunde dauert und so. Team ehrlich? Ach, nur wir. Ey Jungs, warte, Ausstellung. Also, Digga, Lukas, was machst du? Ihr baut das Bett ein, so gut wie es geht. Warum bist du rausgegangen? Ja, weil ich hier gewinnen will. Okay. Dein Ernst, Lukas? Digga, nein, Lukas. Hey, Pischer und Stace, wir sind in einem Team. Ja, aber wenn Lukas einfach aus unser Team rausgegangen. Ist das nicht cooler, wenn wir in unterschiedlichen Teams sind? Ja, wir wollten doch alle zusammenspielen! Achso, der nächste Runde. Egal, wir können auch eine Runde machen. Das ist Digga. Ich hab gehört, eine Runde geht jetzt eine Stunde oder was? Nein. Wir sterben direkt, dann Digga, ich guck dich zu bis Ende. Same. Man kann nicht zugucken. Ja, aber Jungs, ganz kurz. Wo ist der Sinn dahinter, wenn wir in eine Battle-Zone reingehen, wo wir wissen, wir werden eh verlieren? Wenn wir so spielen. Warum? Wir sind gut. Ich bin ehrlich. Bro, hier ist ja irgendein Verehrer drin oder wie der hieß. Ich bin besser als der Ender, sag ich dir ehrlich. Stark, geh mal weg, reicht doch, Junge. Bruder, chill mal doch. Ich will doch einfach jetzt auch ein bisschen haben, ja? Bro, schreib mich an, weil ich ein bisschen. Lass einfach rushen gehen, direkt am Anfang. All in. Direkt all in. Guck. Komm, ich komm mit. Oh, komm los. Ich komm mit, Bro. Komm, wir gehen all in. All in. All to the in. Bitte nicht so nah, bitte. Da muss ich konzentrieren. Warte. Ey, warte mal, wo sind die Spawner? Warte, pass auf, Stace. Geh ihn runter. Der eine ist runtergefallen. Keine Blöcke. Wir haben einen Weg. Schnell. Rauf da, Bro. Warum gehst du weg? Bitte? Warum lässt du mich alleine? Mach Bett kaputt. Also gut. Sie muss das Bett kaputt machen. Jungs, ich hab dir ein Bett. Hau ab. Hä, als ob? Hey, Mikael, kommst du? Wir pushen hier die ein. Ja, gut gemacht, Stace. Ja, ich los. Und jetzt, ohne schnell Equipment oder kaputt machen. Wie ist das? Ich hab keine Blöcke. Was macht der da? Das ist 1-Punkt-Dings da. Ich hab keine Blöcke, ich muss wohl tatsächlich. 1.12, 1.20. Die sind jetzt safe draußen, oder was? Ja, wir müssen die nur noch killen. Bro, Marco, gib mal ein paar. Los, ab hier. Hast du ein bisschen was? Was ist das jetzt? 1.20. Also, pass auf hinter dir. Ich weiß, ob da ein Direktiv will, da sieht mich ja Dings. Gelb, komm. Ey, die sind richtig gut, Lukas, die gerade alle kommen, ne? Echt jetzt, ich hol die. Sehr gut. Hab einen. Hinten. Oh, hab zwei. Ja, okay, let's go. Kann man nicht deren Items klauen oder so? Da oben ist gelb. Alle tun aus einer, glaube ich. Ich hab alle runter. Hä? Nice, let's go. Zurück. Keine Blöcke. Mann, wieso? Jungs, ihr müsst doch nicht jetzt auf das Spawner stehen, wir kennen gar nichts. Lass den nächsten rushen. Den nächsten. Pischer, Digga, was war das? Gelb, wir müssen rushen, gell? Frag nicht. Schnell den nächsten. Go. Ja, die nächsten sind gelb. Wir müssen. Ah, braun kommt zu uns rüber. Ey, ist unser Bett gut eingebaut? Nein, ist das nicht. Egal. Einfach go. Machen. Mit Feuer. Wie kann ich Items kaufen? Ich erinnere dich. Wie viel Gold hab ich? Ich erinnere dich mit Breuer als unser Bettbauer. Du baust unser Bett jetzt gut ein. Bettbauer. Was passiert hier? Ey, ich brauch ein Eisen. Ich hab ein Eisen, komm. Ey, die sind gleich da, ne? Okay, der macht es. Unser Bettbauer. Einmal Bro, weil unsere Leute so campen. Hab drei Leute. Aber ich bin ein Spitzhacker. Und, bereut ihr es, dass ihr rausgegangen seid? Also haben die eingebaut? Nö. Haben die eingebaut? Haben die eingebaut? Lukas, brauch ich eine Spitzhacke? Ja, die haben eingebaut. Jungs, ich hab einen Teleporter. Das ist gut. Leute. Okay, wollen wir zu Team Gelb jetzt schnell? Ey, warte, eine gute Spitzhacke. Hast du eine gute Spitzhacke? Ich hab kurz Spitzhacke. Ich geh kurz zu Team Grün. Nee, warte, wo war ich? Team Blau war das. Ich hab voll viele Diamanten, ist das gut? Ja, behindert. Das ist ein Upgrader, du kannst uns jetzt Schärfe und so machen. Komm zurück, schnell.
Ich habe 7 Diamanten. Ja, warte, ich guck, was wir upgraden, Stu. Wir brauchen Upgrades. Ja, ich habe doch keine... Jungs, das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ich habe doch keine Ahnung. Okay, gib mal Stays die ganze Zeit. Sag, damit ich das lerne. Was soll ich... wie kann ich upgraden? Drück auf Upgrade. Ja, schnell. Schärfe. Drück auf Waffen und mach einmal Schärfe. Ja, jetzt haben wir Schärfe. Wie viel hast du noch? Ich habe noch 3. Auf Rüstung muss noch gehen. Dann geh auf Werkzeuge und mach Effizienz 1. Bei Spitzhacke. Dann bauen wir schneller ab. Ja, so? Ja, ich hab noch einen Diamant. Let's go! Hey, Braun ist hier! Ja, das ist voll cool, das macht der Bock. Ey, Jungs! Ich bin down. Schnell, bist du Braun! Bist du Braun? Kriegst du Braun? Einer ist doch auf unser Dach, einer ist auf unser Dach. Komm welche! Ich seh's. Jungs, wir gewinnen das ja easy. Ey, einer ist doch auf unser Dach. Ja, guck mal, unser Bettbauer. Das ist mit Braun, du bist unser Bettbauer. Ich liebe dich. Einer ist doch auf unser Dach, vergiss das. Ja, er ist da. Digga, die werden gepusht von hinten, Lila. Warte, Lukas. Ja. Ey, Jungs, jetzt schnell Braun pushen. Los. Okay, Chef. Du hast gar kein Bett mehr, Lila, oder nicht? Ich hab ey, keine, pass ich auf, kein... jemand kommt zu uns! Naja, ach, Digga. Hey. Schmutzberger, Yolo, Crap, Jeff und Johnson, Jeffrey, Ey, Jungs, ich hab wieder Diamanten. Was jetzt? Upgraden? Schutz 1. Schutz, ja, perfekt. Du bist der Beste. Ich liebe dich auch. Das ist doch schön. Strong. Ey, holt dir mal einer. Hab ich. Pischte, ich bin oben, ne? Ja, komm, los. Ich hab alle geholt, du kannst die zu uns holen. Ey, Jungs, wir müssen jetzt jumpen schnell. Kommt her. Los, Stace. Ich hab eine Rote genommen. Hier sind aber ey, bei uns sind ganz viele, Jungs. Zurück. Ja, Gelb kommt. Nein. Gelb kommt. Ey, ja, wir werden auch gestreamsnipen. Aber egal. Weg mit dir, Paul Berger, ey. Rast gleich hier aus, ey. Niemand kommt hier. Ja, okay, wollen wir. Braun kommt her. Braun kommt. Wir werden das von ist jetzt Streamsnipe, weil guck mal, wir haben kein Bett, wir sind keine Gefahr, wir kommen uns trotzdem. Hier kommt Braun. Wir haben Upgrade bekommen, ne? Weg mit dir, ey. Grün kommt. Grün kommt. Digga, Jungs, wir haben kein Bett mehr, ihr müsst nicht mehr zu uns. Ey, ist unser Bett weg? Ja. Guck mal, daran merkst du. Seit wann ist unser Bett weg? Daran merkst du, dass du Streamsnipen, Stu. Die kommen jetzt einfach nur zu uns, um uns zu killen. Na, unser Bett ist schon längst weg. Hä, wann ist das passiert? Warte mal, seid ihr so schlecht? Seid ihr schon raus? Ja, leider. Ihr dürft jetzt nicht mehr sterben, ne? Wie ich, oder was? Hey, Bro, nee, wir hatten so einen geilen Start. Ey, Türkis ist so gut. Türkis sind gut. Ich glaube, die sind gut, ne? Über dir, Lukas. Egal, lass das einfach jetzt safe spielen. Tag. Lass jetzt einfach die andere. Ja, Herr Braun, komm zu mir. So. Wir brauchen nochmal Schärfe. Schnell zu mir, Jungs. Ich bin bei dir. Komm her, ich bin bei dir. Oh mein Gott, ich bin fast down gegangen. Ich hab ihn aber geholt. Ich hab 6 Diamanten. Sie müssen mich jetzt protecten. Guck mal, Lukas, warum willst du zu uns? Geh mal weg, bei Gott. Ich bin bei euch. Wir haben kein Bett zu uns. Erstaunlich, ich bin das nicht. Wir sind Dings. Wir sind gerade bei. Das ist, der heißt Lukas OT. Ich hab noch 2 Herzen, Jungs. Ich brauch Rückendeckung. Ja, hab dich. Ey, Jungs, die Lara mit Bart, der ist wirklich ein Stream-Sniper. Ey, der streamt immer. Ich hab 6 Dias, Beeilung, wir holen Schutz hier. Bart. Ja, so heißt er. Top mit Dias. Was soll ich holen? Da kommt noch einer. Rüstung, ne? Da kommt noch einer, pass auf, da kommt einer. Oh, ist irgendwann unser Base? Da oben. Oh, ich brauch noch ein Dia. Warte, dann geh ich kurz Dias holen. Orange push uns, ne? Pass mal auf, bitte. Ich hab das Bett vor Orange, aber bitte bleibt in unser Base. MVP, ist mit unser Base. Nein, ja, ich war gerade grün, ich wollte gerade grün holen, also dunkel. So, hab 2 Dias, Tür, hab 2 Dias. Ein Dia, Bro. Ich bin da. Was sind das für Geräusche? Grün kommt auch noch. Warte, pass auf, grün ist da. Tür, pass auf, grün ist da. Du hast mir kein Dia gedroppt. Warte, grün, wir müssen erstmal grün holen, bitte. Schnell, drop. Pass auf, dass du nicht runtergekickt wirst. Ja, Lukas, ich hab 6 Diamanten, ist das gut? Ich kann Upgrades holen, oder? Also, du bist gemütet. Oh, ist das nervig, ey. Hier, ich stopp euch mein Eisenmeisen. Team Grün, komm, pass auf, MK. Dankeschön, Stu. Okay, was ist jetzt die nächste Mission? Was soll ich holen? Warte kurz, mein Bester. Ich muss mal gucken. Kotz, Grün kommt. Ich geh noch mal ganz kurz zu Diamanten. Warum haben wir immer noch Leder und sowas? Das musst du dir selber kaufen, Stu. Ja, du hast halt Schutz drauf, ne?
Und ich schwöre, wir brauchen langsam Schärfe zu erhalten. Der macht echt gut Damage. Ja, genau. Macht schon. Aber alles gut, ich hab dich. Okay, wie kaufe ich jetzt Rüstung? Du gehst auf Items. Warte, ich geb dir. Ich geb dir 25 Eisen zu. Hier. Mach auf Rüstung. Komplett auf 12 Eisen. Ja. Okay. Kannst du mir ein bisschen Eisen geben nochmal? Ja. Dankeschön. Hier ist einer oben, das, ne? Hier, komm her, ich weiß, dass du Bogenkönig bist. Komm her, Sue. Ich hol die anderen Teams. Warte. Ich hab was für dich. Ich hab's nicht gesagt, und dann merken das unsere Teammates auch. Warte, bleib stehen. Ich weiß, dass du hier Bogenkönig bist. Danke, Bro. Ist das permanent, aber? Nein, 16 Pfeile nur. Okay. Hast du eigentlich ein gut. Hier, 8 Dias? Brauche ich nicht. 8 Dias? Ja, und wir werden. Wofür brauche ich denn eine Spitzhacke? Warte, pass auf, das ist braun, der kann nicht runterkicken. Komm zurück. Was machen wir jetzt? Ja. Wie funktioniert das? Wie hat er das denn gekriegt? Das ist Feuerball. Das ist, Jungs, ihr müsst mich ja warnen. Ich hab doch keine Ahnung, wie Feuerball. Woher soll ich wissen, gut, dass die Brücke mit Feuerball kaputt gemacht werden kann? Alter, 4, die Welt gehört dir, Junge. Nein, Zio, komm, noch eine Runde. Nein, nix neue Runde. Jungs, ihr hatten so ein. Ihr müsst mir doch sagen, wenn ich auf der Brücke stehe, dass ich nicht auf der Brücke stehen soll. Woher soll ich das denn wissen? Sue, das wollte ich dir gerade doch sagen. Ich meine, pass auf. Bro, aber Sue, guck mal, in diesem neuen Bedwars, früher gab es nur einen Lockback-Stick und eine Spitzhacke. In diesem neuen Bedwars, Digga, ich weiß selber nicht, dass es einen Feuerball gibt. Oder dass es Feuerball, Digga. Ich bin auf Brücke, guck den Typen an. Da kommt Feuerball. Feuerball. Ja, Feuerball gab es früher auch schon. Feuerball. Ja, Sue, komm allein jetzt. Nee, ich lese erstmal die nächste Seite von meinem Buch. Hast du die raus schon? Ja, normal. Tilkus, dankeschön. Die haben uns gestreamsniped, Idioten. Ja, Jungs, oh mein Gott. Der Typ ist. Ich hasse Orange. Wir gucken jetzt, ob YouTuber in sie klappt. Ich hab schon versucht. Ich hab Orange gekillt. Ich war easy. Huch. Wer schreibt easy? Digga, wären wir alle in ein Team gegangen. Ja, nee, aber Lukas und MBK sind, wie heißt das? Ja. Die wollen halt lieber gegen uns kämpfen, statt mit uns. Und dann merkt man, wer die Böse sind von der YouTuber-Insel. Stimmt's, ja, Lukas? Ja, merk mal. For real, Crystal Kriegers. Ja, Ekliger. Eklig. Ja, du magst eklig. Crystal. Crystal, Loser. YouTube. Ja, aber kein Bett mehr. Ey, Silas, komm jetzt online. Grün. Pick it up. Team Braun sind noch 2 Leute unterwegs, ne? Klappt nicht. Ey, ich weiß nicht. Ey, wenn ihr rauskommt, dann würde ich jetzt noch eine Runde machen. Also, wenn wir wirklich in einer Gruppe sind, dann bin ich am Start. Da haben wir 15 Minuten alleine gespielt, weil du jetzt möchtest, dass wir rausgehen. Na, ich sag dir nur, wenn ihr kommt, dann wäre ich am Start. Sonst wäre ich draußen. Ich bin richtig krassen Spieler. Ich habe nämlich gerade 7 Betten oder sowas geholt. Wollen wir jetzt einfach zusammen bei Bedwars spielen, alle? Ich sag euch ehrlich, ich bin der Beste in Bad Wars. Ich hab hier wirklich die halbe Runde geholt. Warte mal, hat euch Team Braun geholt? Eine Frage. Alle haben uns gerusht die ganze Zeit. Lukas, lief mal jetzt, kommt. Soll ich wirklich liefen? Ja, normal, ihr seid andere Team gegangen, ihr Ehrenlose. Ich Party ein, wir werden automatisch rausgekickt dann. Oh, Digga, zieh Tasche, wir haben so kein. Bro, Sue ist rausgegangen. Wir sind alles 6. Alles gut. Ich geh andere Team. Oder? Tipp. Komm, nein, lass dich ein trotzdem. Komm, du kannst jetzt trotzdem mitmachen. Wir gehen dann, keine Ahnung, ich gucke. Sue, komm online. Ich bin online. Rein. Du bist auf Gomme nicht online. Doch, ich bin online, Bro. Okay. You. Jetzt hier, nimm erstmal das an. Dann sind wir erstmal Freunde. Bro, dieser Versucher, also Retalk. Jetzt kommen wir mal. Kann man den blocken oder so? Also jetzt mal Retalk, dass er nicht euch nachjoinen kann? Ey, warte, ihr seid doch ja noch alle in meiner Party, oder? Ich bin rausgegangen jetzt. Ich bin rausgegangen. Kannst du mich einladen? Digga, einfach gleich weg. Das ist der Bruder. Gänsehaut. Du musst auch lieben, einmal. Du musst auch einmal lieben. Ich bin geliebt. Okay. Lukas, bist du mein Party? Also aus der Party musst du rausgeben, aus der du gerade drin bist. Wo ist hier aber mein Faker? Hier war irgendwer, der hieß. Du bist in keiner Party, ich bin keiner. Achso, okay. Boah, okay. Digga, / Party Invite MBK. So, MB. MB. Wir sind jetzt 6 Leute in der Party, was sollen wir spielen? Warte. Lukas, Pista, Sue, MBK. Das mit Bad Wars war doch lustig gerade. Ja, aber es gibt 5er ist das Maximum, wir sind 6. Gut, ich geh andere Team. Ja, okay, komm.
Nein, ich, ja, okay. ich gehe andere Team. Sue, du musst doch Team Rosa kommen. Ich bin nicht drin. Ich bin auch nicht drin. Alles schräg lief. Ja, weil wir geliebt sind, haben wir 150 Sekunden Sperre. Oh mein Gott. Hä, ich bin auch drin, nein. Jungs, ich bin nicht drin. Warte noch, 150 Sekunden. Du hast die letzte Runde, wer du es vorzeitig verlassen. Ich glaube, wegen meinem Rang kann ich. Boah, als ob. Ich glaube mir auch kurz, warte. Mensch, was? Was müssen wir. Wir müssen raus, ne? Kurz ja. 2 Minuten warten. Raus. Ja, und ich bin nicht drin, weil raus, wir, glaube ich, Maus. Zu viele sind. Sie nicht verlassen. Nein. Ihr habt doch gesagt, es ist doch raus, weil sonst wäre ich jetzt in der Runde drin. Ja, raus. Lief. Wenn ich jetzt liebe, Bro, ich bin in der Runde drin, was soll ich machen? Komm, ich muss jetzt in 15 Minuten los, Jungs, ich hab's gar nicht gesehen. Mach die dann 5 zu 5. Ja, okay. Passt okay. Alles zeitlich. Danke, Mirkan, für deine Bereicherung heute. Danke, Mirkan. Gerne. Vielen Dank. Es gibt ein Motto, ohne Spaß kein Fun. Damit, ne? Alle liken, abonnieren und Glocke aktivieren. Top. Danke. Dankeschön. Eine Frage, bin ich eigentlich noch in der Party drin? Lad mich mal bitte in der Party. Slash Party. Jungs, wie geht's euch heute so? Gut dir? Gut dir. Gut, danke. Ich bin nicht in der Party drin. Warum? Dankeschön, Stace. Issue. Wieder müssen jetzt auf euch warten. Was? Stimmt, Kian Song kommt gleich. Kian Song kommt, ich wollte dich schon eben ansprechen. Schauen die Leute bei mir auch die ganze Zeit. Kian. Och, anscheinend kann ich schon in die Runde. Ihr müsst mich nochmal einladen, ne? Ich aber wahrscheinlich nicht, weil ich geliebt bin. Boah, Synchronsprecher Leon, was geht? Lotus, Bruder, SW. Versuch einmal, Zitashi, versuch einmal irgendwo reinzugehen. Mein Ich aus der Vergangenheit ist vor mir gerade. Bevor Stace versucht. You? Ja? Nimmst du meine Freundschaftsanfrage an auf Minecraft? Warum? Einfach so. Kannst du rein? Okay. Er will bei seinen Freunden flexen, Sio. Nimm ihn naja, an. Ich will sagen, ich bin mit Sio befreundet. Sind wir nicht. Oh mein Gott, Digga, seit 6-7 Jahren und du sagst sowas? Schön gesagt. Du hast dich halt verändert. Bro, wo hab ich mich verändert, bitte? Du bist nicht mehr der alte Pichter. Hä? Wie nicht mehr der alte Pichter? Was hab ich denn gemacht? Du bist nicht mehr der mit dem Rücken rückwärts sitzt. Ich sitze immer mit dem Rücken. Du sitzt jetzt nur noch mit dem Rücken vorwärts. Mit dem Rücken, ja. Ich sitze auch nicht so. Mit dem Rücken. Nee, du sagst sowas nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Nix. Zitashi, funktioniert es bei dir? Warte, noch. Geh mal einfach in diese riesige Runde Bad Wars rein. Noch 6 Sekunden. Okay. Dann können wir 16 Sekunden noch kurz quatschen oder so. Ich bin durch. Über was reden wir jetzt? Wir reden über meinen Bruder. Wow. Der kommt doch erst gleich. Ja, aber ich wollte nur sagen. Was denkt ihr, was ist ein trauriges Lied oder ist ein schönes ein Lied? Ein sehr sentimentales Lied. Ich glaube, es wird ein pitchstattes Track. Also wenn ich seine momentane Lage und Fassung beurteile, würde ich sagen, das wird ein sehr, sehr emotionales Lied. Ich bin aber auch zurzeit emotional instabil, ne? Ich muss, glaube ich, dann weinen bei diesem Song. Warum bist du aktuell instabil? Was? Warum bist du emotional instabil? Du lachst. Weil die YouTuber-Insel nicht funktioniert. Wir wissen mal immer bei Fortnite-Updates oder sowas, ich vergleiche das jetzt mal, weil das finde ich irgendwie auch so ein bisschen so ähnlich ist. Irgendwie so bei Fortnite-Updates, als dieses ein Event da war mit diesem schwarzen Loch. Oh mein Gott. Konnte, ne? Jungs, wir spielen jetzt ein Spiel. Chat darf mitspielen. Ich werde jetzt euch einen Satz vorlesen und ihr müsst sagen, zu wem die Beschreibung trifft, okay? Okay. An der YouTuber-Insel. Ja. Los! Der aufbrausende Pum-Pum-Punkt will mit seinen Netherite Guards für Ordnung auf der Insel sorgen. Danny. Wartet erstmal, bis der Chat die Antwort sagt. Also erstmal, ihr wartet erstmal und dann sag ich, wenn ihr sagen könnt. Stani. Okay, Stani ist richtig. Ja, ich glaube, das ist so weit. Ich glaube, mach einfach. Ja. Punkt ja. Sorgt also Stani ist richtig, ja. Nächster. Wir sind nicht in einem Punkt, Punkt, Punkt sorgt regelmäßig für Aufruhr zwischen den YouTubern und das nicht nur mit seiner Stimme. Ich bin nicht bei uns mit dem Team. Jo, ich will dich nicht stören, also bist du schon Team Violett. Lass alle in Team Violett. Nein, das geht nicht mehr. In Team Hellblau. Ey, Jonas, geh raus! Ich bin Hellblau. Team Braun. Braun, alle braun. Bin? Ey, warum seid ihr so ehrenlos? Leute, eine Frage, wieso bleibt ihr nicht einfach... eine Frage, wieso bleibt ihr nicht einfach stehen? Nee, alles macht keinen Spaß. Ja, Pech, mach alles, der Schlief, wir spielen nicht mehr mit euch. Pech gehabt.
Bedankt euch an denen, die das jetzt vertraut haben. Eine Frage, haben. Wenn so. Wir in einer Party sind, hör mal zu, wenn wir in einer Party sind, sind wir automatisch... Alpha-Stein ist richtig, Alpha-Stein ist richtig. Nein, waren wir nicht. Also, bedankt euch bei denen, die euch das Spielspaß kaputt gemacht haben. Jonas, dankeschön, Jonas. Alles deine Schuld, Jonas. Hey, entspannt euch mal, vielleicht wollte er das nicht. Er ist einfach random ins Team reingegangen. Er ist öfter. Jonas war's. Okay, und was jetzt? Wieder lief, oder was? Ja, ich muss jetzt 5 Minuten warten, weil ich jetzt zum zweiten Mal rausgeschickt bin. Nee, dann bin ich raus, Leute, dann bin ich raus. Verstanden. Ja, Jungs, das ist aber nur für Bad Wars so, deswegen spiel ich auch andere Spiele an. Ja, Skywars, alles gut. Ja. So, wir gehen jetzt in schöne Zweierteams. So, jeder konfiguriert sich, ich gehe gerne mit Zitashi, drücke auf das mit Zitashi, G8. Dann bin ich mit Lukas, Ich will mit einem guten, bitte. Kommt Team 3, Sio. Wir gehen mit Zitashi, Bro. Kommt Team 4, Sio. Zitashi hat unfaires Team. Kommt Team 5, Sio. Ich bin mit Conbreath, wer ist das? Ich will mit Jon und Drache, egal, alles gut. Es ist so unlustig. Wenn er gut ist. Ja, wo sind die Kisten hier? Was macht er da? Jon und Drache ist richtig gut. Oh mein Gott, ey, Lukas. Komm noch einmal, nein. Lukas, komm mal, meine Kiste. Wie funktioniert das? Kisten looten, equippen. Kisten looten, kämpfen. Aber halt Skywars, so, ihr seid im Sky. Sky ist Himmel, Mann. Der soll mir nicht seine ganzen Items geben. Nein. Ja, Stacy, in der Mitte ist noch eine Kiste, die kannst du mitnehmen. Ah, Zitashi hat Innerman oder so geschnommen. Nee, eigentlich nicht, ich hab eine Innerperry gefunden. Ey, hier kommt einer zu mir, Hilfe! Bin tot. Nass. Was passiert, wenn man einmal down ist? Tot, dann ist tot. Wenn du runterfällst, raus. Komplett raus? Ja, ja. Besser ist es. Lukas, wird aufpassen, manche haben Bogenkit und so. Oh, lass meinen Kumpel in Ruhe, Junge, sonst knallt's hier. Ah, da oben. Die Jungs geschrieben, wenn ihr tot seid, zuschauen. Weil das geht schnell. Hey, Stace, bist du noch am Leben? Ich hab so eine Suppe. Ups. Du? Bist du noch am Leben? Ja, gleich nicht mehr. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wohin soll ich? Hast du ein Schwert? Ja, mein Neverite-Schwert, ne? Hier links. Ach, da bist du, Lukas, hier! Sollen wir da rüber, Jefferson? Ich muss mal hier. Ey, Lukas, machen, du könntest mir nicht sagen, dass wir die beiden nicht klatschen. Lukas, guck mal, geh zurück! Ich hab kein Schwert, Hä, warum nicht? Hat nicht jeder ein Schwert? Crazy. Nee, ich hab kein Schwert bekommen aus keinem Loot. Vielleicht bist du Beste, ich weiß. Ist doch safe auch noch gut oben, oder ne? Lebt Sue noch? Klar. Das ist ja ein Wunder. Warum? Bruder, du bist absolut wack, Bro. Warum? Was er sagt. Bro, du weißt nicht, wie das Game funktioniert, you know? Warum? Oh mein Gott, was er sagt. Egal, reden wir nicht drüber, ja? Oh mein Gott, ey, Lukas, komm zu mir. Ich hab ein Schwert für dich. Sio, was soll das? Sio, willst du wirklich kämpfen? Eisenschwert, Schärfe, Eisenschwert, Brustplatte und Full Iron. Komm her, ich schwöre, du musst zu mir. Hab dir Schwert, alles gut. Ja, komm her zu mir, trotzdem, wegen Equipment. Ich hab... tot. Sio, wirklich. Lass Sio. Dein Freund ist weg, Sio. Dein Freund ist weg. Ey, Junge, warum gehst du auf Sio, bist du da? Ich bin auf ihn gegangen. Wo bist du, Lukas? Warum ist mein Freund runtergefallen? Weil ich ihn zerstört habe. Hä? Bro, ich hab... Sio, ich hab 2 Herzen mehr als du, ne? Ich hab full life, Bro. Was sagst du da? Bro, ich bin 5 Blöcke runtergefallen und war tot. Sio. Lukas, da ist mein Loot. Nimm mein Loot. Ich hab 2 Herzen mehr, weil ich 2 Leute gekillt habe. Ist das so? Ja. Bro, ich hab Tident gehabt, Digga, ich bin 5 Blöcke runtergefallen und bin gestorben. Aber du bist nicht sauer, okay? Nimm mein Loot, Lukas, benutze ihn. Okay, Sio? Digga, das war ein Netherite-Schwert, hab ich nicht gesehen, sorry, Leute. Boah, was liegt hier für Loot, Digga? Hä? Mit Netherite hätte ich dich fertig gemacht. Ich hab nur auf Schärfe geachtet, Leute. Okay. Ey, ich hab einen 13. Bro, Netherite Sharp 2. Okay. Ey, ich würde den nicht benutzen. Digga, du hast mehr Damage als ich gemacht. Wenn du 5 Blöcke runterfällst, du bist tot. Mit das machst du, Bock. Ich hab mich von dem Wasser da hochgeboostet. Sio, es tut mir leid. Alles gut. Ja, guck zu, du kannst jetzt so richtig fliegen und so richtig kommentieren. So, bam, Fisch, da wollte ich sagen. Wie viel AP hattest du noch? Mir und Stace zugucken. Mir und Stace musst du nur zugucken. Das heißt noch 6 Spieler, Sio. Also heißt es noch 2-3 Minuten, es geht das Spiel. Ach, alles gut, war doch geil. Hast du Netherite Ingots, Stace? Lädt vor.
Warte, Totems habe ich normalerweise hier. Digga, von wo soll ich Netherite Ingates haben, Digga? Bin ich Minecraft, Digga? Ja. Deswegen habe ich gesagt, sie lassen zusammen. Soll ich nicht nur zu Never gehen? Ey, wo ist Tischler? Ich hol ihn jetzt. Ich hab dich nicht mehr gefunden. Wo sind die anderen denn? Auf der anderen Seite oder was? Flieg rum einfach. Du kannst auf den Kopf drücken, dann kannst du dich zu uns tippen. Hier ist einfach Netherite. Stimmt, hier ist wirklich Netherite. Kann man das jetzt einfach so schmelzen und so? Was ist eigentlich ja. Sog? Was ist eigentlich Sog? Für 3 Tag? Achso. Oh mein Gott. Das? Jungs, das habt ihr nicht gesehen, ich bin tot. Echt jetzt? Ich bin einfach runtergefallen, ja. Gegen meinen Mate, Con Digga, Brad holt das geschlagen. Noch. Con Brad holt das noch. Er ist tot, scheiße. Hier, da drin ist er. Hier ist Pischta, hau ihn! Nee, er ist nicht tot. Aber ich seh ihn nicht. Boah, Pischta holt mich. Hä? Niemals. Boah, ja, kämpf halt ohne Schild, du Dummkopf Pischta. Wie kann man so... Ja, schlag mit Dreizack. Digga! Bruder, hör mal auf zu reden, ja! Warum spielst du nicht mit Schild, du Fischkopf, Digga? Oh, der Typ nervt mich voll. Lukas denkt immer so, der ist gut oder so. Der ist aber kacke. Also ich hatte Full Life, ich hatte ein halbes Herz, glaube ich, verloren, wie ich gerade. Er hat ein halbes Hähnchen verloren. Du bist kacke. Lukas, ich weiß nichts gegen Lukas. Aber reicht gegen dich, Bro. Aber wo sind die anderen? Jetzt noch ein Duo, oder? Ah, ne, 1 gegen 1, okay, warte. Ist hier ein Amboss irgendwo? Der Finisher, das ist crazy. Das sind wirklich Ambosser. Lukas, sag mal deine Shader-Einstellung. Wäre cool. Ich hab gar keinen Shader. Wäre echt cool, Bro. Jetzt guckt doch jemand den Skywars-Profi zu. Bitte lass es Lukas holen, bitte holt jemand Lukas. Bitte. Ja. Wer Lukas holt, 1 Cent. Ah, ist nur der Finisher. Ey, bitte, wenn du Lukas holst, gebe ich dir 5 Euro PayPal, ich bin ehrlich. Boah. Ey, Bro, wollen wir Hälfte machen? Finisher? Sag mal ja. Schön runter. Was wird das jetzt? Wenn jetzt einer von euch einen Bogen hätte, wäre das doch vorbei, oder nicht? Ja, aber Bogen ist ja echt schwer zu bekommen, das kriegen wir nur durch. Nein, mach nicht, das war ein Spaß, der Finisher. Boah. Oh mein Gott, er hat sogar. Das ist meiner. Er trifft nicht. Er hat Schild. Ah, er hat Schild. Oh ja. Ja, was machen wir denn? Wo wir die sich angucken. Mhm. Also, ich hab halt noch was anderes so. Denn ich hab eine Angel und du kommst her. Hä? Oh. Hat er Spitzhack, um abzuhauen? Stomp ihn. Ich stomp ihn. Und Fake, oh mein Gott. Oh, er hat dich geballert fast. Hä, das ist voll cool, das macht voll Bock. Oh. Ey! Oh mein Gott, er hat überlebt! Alter, wie spannend! Mach Wasser weg, Bro! Mach Wasser weg! Was machst du da? Stoppt er mich? Der Finisher, was macht der Finisher? Der Finisher überlegt gerade, wie er Lukas holen kann. Lukas ist unter ihm. Oh, der geht! Oh! Oh mein Gott! Lukas hat alles aus seiner Hand genommen. Trouble Breaker! Der ist am Leben! Das ist ein Wasserkampf! Wasserkrieger! Oh, das Wasser entzieht sich. Will er sich selber auseinandernehmen? Nee, er muss doch bauen jetzt, der Fisch. Was macht der? Ich glaube, er ist blau. Was ist ein Enderperl oder was? Was willst du hier? Oh mein oder? Gott, ist der gut. Was ist das für ein spannender Kampf? Ja, Lukas gewiss das. Stomp ich? Oh mein Gott! Los! Was ist das für ein Kampf? Macht er Wasser weg? Ja. Aber er macht sich selber Wasser weg. Ja, er hat es geschafft. Nee, hat er nicht. Wo ist Lukas? Hä? Lukas ist in der Mitte! Es geht weiter! Wo ist Lukas? Wie hast du das gemacht? Auf die Skybase! Stopp! Wie hast du das gerade gemacht? Enderperle? Ja! Du hattest noch eine Enderperle! Ja, Mann! Oh mein Gott, wie krank! Das ist gerade World Cup, Leute! Das ist World Cup! Okay, dann kommentieren wir jetzt, meine Damen und Herren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so spannend ist, sonst hätte ich kommentiert. Aber Lukas springt runter, Freunde! Er versucht wirklich seinen Gegner zu holen. Sein Gegner ist wirklich ein krasser Stratege. Versteckt sich hier in der Nähe von dem Holzbalken da drunter. Und Lukas versucht da irgendwie näher ranzukommen. Versucht da irgendwie eine Stelle zu finden. Platziert ein Spinnennetz. Aber damit kann er ihn nicht treffen. Doch, jetzt hat er einen Hit gemacht, Leute! Das Wasser wird aber beide nochmal protecten. Die werden nicht durch das Wasser verlieren können. Okay, Finsternis. Nee, Finsternis, der Finisher. Trotzdem. Finisher heißt er, nicht Finsternis. TNT platziert er sogar. Er platziert TNT. Wie krank. Und was? Und das Wasser bleibt einfach. Und das Wasser bleibt einfach. Ah, okay. Komm rein, Lukas. Schon rein. Ja.
Oh mein Gott. Lukas geht da rein. Lukas geht mit. Hä? Oh, das ist ein Wasserkampf jetzt. Und oh, lebt er noch? Der Finische. Oh mein Gott, nein, der Finische lebt noch. Der ist ganz, ganz unten. Aber das Wasser ist ja einfach. Warte. Boah, das ist der heftig. Bro. Das ist der süße Bull. Oh, er ist wieder oben. Lukas ist jetzt unten. Das war's. Jungs, es kommt keiner mehr an den Block ran. Ja. Wasserkampf. Alter, das ist das Spannendste, was ich seit langer Zeit gesehen habe in Minecraft. Was machst du jetzt, der Finisher? Wie hast du das wieder überlebt? Enderperle, Digga. Nein! Wenn er das jetzt überlebt, Leute. Er muss nachdenken. Er muss nachdenken! Nein! Oh mein Gott, war das spannend. Digga, das war geisteskrank geil. Das war geil, Leute. Das war heftig. Ey, Kian, sein Song, lass uns Kians Song gucken. Ah, ja, okay, dann lief das mal, lief, damit ihr kein Dings bekommt. Slash, ey, lief. Ja, okay, lief. Wir können auch Skyrim. Boah, das war krass, Leute, das hat echt Spaß gemacht. Ne, wir gehen jetzt kurz Kian seinen Song und dann spielen wir. Ich hab Kian Songs raus. Freunde, ich baller den Link auch kurz nochmal rein. Geht gerne rüber. Like da lassen. Ich mute mich, Alter. Ja, muten. Wir können auch zusammen, egal. Jetzt sind wir zusammen. Macht bei Bildschirmübertragung auf Discord, maybe, damit wir alle so synchron hören. Ist doch live, E-Premiere. Dein Name, ja, Kian, dein Name ist mein Name. Ey, Leute, das kann nur geil werden, das kann nur krass werden. Checkt ihr das? Kian, Junge! Wer ist gehypt, Leute? Wer ist gehypt? Ich bin gehypt. Ist das jetzt ein Musikvideo? Ist das ein Minecraft-Lied oder was ist das? Ja. Das werden wir gleich sehen, Leute. Das werden wir gleich sehen. Ich bin gehypt, Leute. Ich bin gehypt. Mein Name ist so wunderschön. Oh yeah. Nachdem Sio ein bisschen geschlafen hatte, ging es ihm besser. Wie viele Sekunden bei euch noch? Bei mir noch 50 jetzt. Boah, warte, ich bin bei mir, oh, bei mir noch nicht 50, bei mir jetzt 50. Zehn! Neun! Ich mach. Hä? Jetzt 10, 9! Und? Ist euch wieder eingefallen, wo euer Dorf sein könnte? Ja. Sue saß gemütlich mit den Dorfbewohnern in seiner neuen geheimen Unterkunft. Zehn! Ist bei euch auch gerade? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Hi, boah. Es geht los, Leute, es geht los. Ich bin jetzt leise sein. Oha, mit Musikvideo. Dein Name. Von Kian. Ist das Apaches Bruder? Richtig. Nein, das ist mein Bruder. Sag mir, wieso ist das alles passiert? Was hat er für ein freshes Outfit da, Junge? Oh, die Sonnenbrille. Der Schmerz sitzt tief, Mann, ich will es verstehen. Sag mir, warum? Mein Atem schneller, wieso tut es so weh? Mein Herz schlägt härter, bin ich wirklich so spät? Oha. Ich komm nicht klar, wenn du mich fragst, wie es mir geht. Hab ich das wirklich alles einfach verdient? Spät. Ich komm nicht.
wenn du mich fragst, wie es mir geht, hab ich das wirklich alles einfach verdient. Ich schreie deinen Namen. Direkt oben. Direkt oben. Boah, ich kann. Wie geil hört sich das gerade an? Ich hab Gänsehaut. Boah, der Endpart hat nochmal richtig reingeschüttet. Oh mein Gott, Leute. Spotify Kianis. Kian. Leute, jetzt wird hier erstmal kommentiert, so ein Dingers. So ein Dingsdas. Oh mein Gott, Junge. Rasiert. Leute, alle rübergehen und ein Like da lassen, damit das geil eingerankt wird. Checkt ihr das? Direkt bam, 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 rauf da, rauf da, rauf. Zack, 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 alle rauf. Kian, unser Superstar. Like da lassen. Vor 22 Stunden hat er schon kommentiert. Achso. Krank, krank, krank. Also ich fand das heftig, Leute. Ich also hoffe, ehrlich, das geht international, professional. Beats ist rüber ging an. Jungs. Ja, States. So, das wird ein Team krass, also heftig. Ja, ich bin schon drin, oder was? Was machst du jetzt, States? Chill mal. Ja, warte kurz, wir waren noch gerade noch dabei, über das gewesen. Lied zu reden und der macht so direkt Hackmack. Stace, hast du das Lied wenigstens so angehört? Natürlich, der Rapper ist dein Cousin, Bruder, und du hast sowas gesagt. Ja, ich hab das Junge, checkst du, Kian hat rasiert, Kian hat einfach wieder ein Brett vom Horn. Kian weiß ganz genau, ich mag's, wenn er rappt und er hat's gut, sehr gut gerappt. Boah, Gun Gamer, dankeschön. Aber er hat auch sehr, sehr gut gesungen. Also, ich bin ehrlich, Kian singt und rappt einfach wunderschön. Bro, das war krass, Leute. Das war 10 von 10. Ich liebe seinen Hook. Ich vergesse deinen Namen. Ich fand den Endpart sehr, sehr geil. Das ist noch richtig deep gegangen. Ende war so richtig Gänse. Ich fand auch den Rap-Part voll nice. Auf einmal. Dann die Hook. Los, Days, kannst du bitte mal was jetzt auswählen? Nö, ich warten. Wir reden jetzt weiter. Wir reden weiter. Jetzt ist er angepisst. Angefressen. Ey, ihr müsst euch in-game bewegen, weil sonst kann ich nicht in eine Runde gehen. Ihr Fischköpfe. Da steht, dass alle nicht mehr abwesend sind. Du bewegst dich in-game. Sio, bist du in-game? Sio ist nicht mehr abwesend, steht da. Ja, sehr schön. Und jetzt, wer? Tsitashi 8. Ey, Sio, komm, 3 plus 3. Sio, 3 plus 3. Team 7 gewinnt. 6. Egal, Lukas. Komm, 6, komm, Team 6. Digga, ey, Sio, bist du drauf? Ich hab doch gemacht, Sex. Oh nein, ich hab wieder. Ich hab auf 6 gedrückt. Ja, Lukas, ich hasse dich. Ich hasse dich, Lukas. Ich muss mich erinnern immer. Das ist ein anderes Kit. Was hab ich denn jetzt gemacht? Aber ich weiß nicht mal, was für ein Kit ich hab. Nicht hast du Pfeile? Nein, ich hab selber einen Faker. Mann, Leute, ich will einfach nur zusammen mit Sio spielen. Das ist. Das ist ein Traum, schon seitdem er ein kleines Kind war. Ja, Mann, das ist schon mein Traum gewesen, meine Damen. Ich will ein Video uploaden, du Kleiner. Meine Damen und Herren, warum seid ihr so laut bei mir? Ja, weißt du warum? Reicht auch langsam, ne? Ich will einfach mit Sio zusammenspielen, weil Sio so wirklich. Ey, Lukas, was geht, Mann? Was geht, Mann? Ja. Verdammt. Ey, meine Nase juckt. Ey, Lukas, lass mich in Ruhe, Mann. Wer? Hat gefragt. Ist mein Team mit dir, Junge? Ey, Tsitashi, hast du diese Rüstung und so? Was macht ihr da unten? Gar nichts, komm her. Wir sind weg. Ja. Bruder, was sollen die machen? Ja, B. Ich hab halt kein Schild, ne? Ich hab das. Oh mein Gott. Nein! Soll ich dir das da geben, das da? Bruder, ich brauch nur eine Hose, was machst danke, du? Bro. Danke, Chef. Er hat mich zum Mülleimer gemacht. Digga, ich bin. Kommt, der kommt. Ey, komm her, komm her, Hackback! Bruder, wir haben keinen Loot! Ich bin ein Loot! Ich hab's genommen, Junge! Weg mit dir! Das war mein Teammate. Das war mein Teammate. Besser ist es. Ich hab hier einen Pro-Teammate. Wen hast du? Ich hab ihn geflaxt, hast du gesehen? Ich hab Lukas Mate geholt. Wir haben ihn einfach rausgenommen. Ja, hast du wirklich mein Mate geholt? Ehrenlos, hä? Das war mein Mate in Ruhe, Lukas. Kurz sortieren. Ich hab kein Schild, ne, Stace? Ja, hast du Schild oder so? Hier, ich hab Schild, hier. Kannst du mir ein Schild geben? Mein Teammate ist wirklich ein Tod, mein Teammate braucht Schild erstmal. Ey, lass ihn holen, oder? Egal, ich hab das Schild gemacht. Ich kenn Schild. Leute, ich glaube, die Runde wird nix. Ich hab Netherite-Barren.
Das kann ich mit einem Netherite-Barren machen, gar nichts, ne? Nicht unterschlagen. Doch, kannst du. Was? Hier ist Jefferson, Jefferson. Gönn dir Jefferson. In der Mitte kannst du aufrüsten. Bleib stehen! Was ist das? Er hat sich irgendwo gesaved, er ist nicht tot. Entschuldigung. Ja, mit Cockwell so schön. Hier, Bro. Ich hab keine Innerperle. Komm, ich bin okay in der Mitte, weil ich einen Dreizack hab, ne? Mhm. Sogar Speed hast du, oder was ist das? Waterbriefing? Waterbriefing. Naja. Aber nur ein Eisenhelm, aber halt, was ist ein Schild? Sind das verzauberte Tierschuhe bei dir? Ich hab Versuchergold. Was war in der Tröke drin? Gar nichts. Okay. Oder? Ne, er hat überlebt, er ist im Wasser. Er hat es überlebt, ja, dann geh mir aus dem Weg. Warte, Stace. Muss ich, glaube ich, abschauen. Okay, wollen wir gehen? Ich geh nach Hause. Kann ich meinen Mech attackieren aus Versehen? Nee. Geht das? Nee. Nein, kannst du nicht. Hey, Wasser bringt bei uns nichts. Stace, wo bist du? Stace, wo bist du? Ich renne hier über einen Kreis, große Runde, ich renne einen Kreis. Hinter dir, oder? Tadashi? Da oben ist jemand. Ja, wir abhauen, der Idiot. Seh dich nicht. Das bringt dir nichts. Bitte. Ich bin auch nicht. Du gerade gegen Minecraft World mit Second Status, Junge. Du spielst gegen den stärksten Mann, komm her. Er hat Enderperle gewastet, so eine kleine Enderperle auch noch. Er hat zwei sogar noch. Oder haben. Ich komm da nicht raus! Wo ist mein Teammate? Und Wasser ist das. Wo ist mein Teammate? Wo war er? Ist er schon down gewesen oder was? Schade. Mann, ich hasse dich, Quackbuku! Mann, ich kann das nicht mehr, also. Er ist weggegangen. Warum ist er, wenn. Ich dachte, er ist hinter mir gewesen. Wer? Ich hab einen Goldapfel aus dem Ding gedroppt. Ey, wo ist deine Chestplate? Er hat mich einfach verfolgt, Quackobaku. Schade. Oder wo ist deine Chestplate? Ich dachte, wir machen jetzt so ein bisschen Hackmeck zusammen. Gut, Leute, ist jemand von euch noch live? Yes. Dann werden wir euch reden. Ey, Freunde, das war ein geiler Stream, hat Spaß gemacht. YouTuber-Insel ist immer noch nicht online. Ich denke, ich muss das auch nicht ausprobieren. War ein cooler Stream, hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke wirklich wie immer für alles. Ich werde gucken, ob es jetzt irgendwie die nächsten Stunden möglich ist. Falls ja, dann direkt Video natürlich. Leute, dann wird direkt Video aufgenommen für morgen. Ansonsten habt noch schöne Feiertage, Leute, mit eurer Familie, falls ihr Ostern feiern solltet. Und wenn nicht, trotzdem solltet ihr natürlich einen schönen Tag haben. Ich küsse eure Augen. Danke für alles. Und ja, wir raiden euch jetzt mal alle rüber zu Stace oder Pishta, ne? Oder Lukas, wer ist von euch live? Alle, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob Zitachi live ist. Simon, ne, ich nicht. Ich bin nicht live, aber ihr könnt trotzdem von mir rüber schauen und abonnieren. Dankeschön. Ich habe getötet, aber weg. Leute, hier, das ist der Link von Stace. Lukas kommt jetzt auch gleich. Hey, wie live? Was meinst du? So. Hier, das ist Lukas, Leute. Geht gerne rüber zu Lukas und Stace. Hallo, ich bin Lukas. Hau rein, danke für alles. Also, ciao, ciao. Die Tasche lebst du doch. Ja. Schönes Bro, Wochenende. Der Typ macht und gerne das Buch holen, Leute. Unten in der Videobeschreibung. Road to Spiegel Bestseller, Freunde. Markiert mich auf Instagram. Haut rein, danke.